So, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, dass Sie heute beim Fraunhofer ICT Expert Talk Mehrwert durch Daten dabei sind. ICT, für alle, die schon immer mal wissen wollten, für was das steht für Innovationszentrum Tirol. Mein Name ist Daniel Bachlechner, ich bin Leiter der Forschungsgruppe Industrial Data Analytics am Fraunhofer Austria Standort in Wattens, also am ICT, und werde Sie heute durch den Abend führen. Der Expert Talk wird heute rund 90 Minuten dauern und ganz wichtig, wir haben jetzt gerade mit der Aufzeichnung angefangen, also der wird aufgezeichnet und wir werden das Video dann auch im Nachhinein teilen. Also bitte beachten Sie das. Wir haben für Sie ein spannendes und vielseitiges Programm heute zusammengestellt. Sie werden Vortragende hören, einerseits von Fraunhofer Austria, aber auch von zahlreichen anderen Organisationen, die sich heute einbringen werden. Und bevor ich das Programm im Detail vorstelle für heute Abend, möchte ich kurz ausgewählte Aktivitäten von Fraunhofer Austria ansprechen, die einerseits einen besonderen Bezug zu Westösterreich oder Tirol haben oder einen guten Eindruck vermitteln, wo unsere aktuellen Forschungsschwerpunkte beim ICT liegen und natürlich auch zum Thema von heute Mehrwert durch Daten passen. Also zunächst möchte ich da kurz auf das Digital Innovation Hub West oder kurz DIH West hinweisen. Das ist ein Projekt mit dem Ziel, KMU in Westösterreich einen institutionalisierten Zugang zu Know-how und zu Infrastruktur von Hochschulen und Forschungseinrichtungen aus der Region zu ermöglichen. Und da ist eben Fraunhofer Austria und insbesondere das ICT auch ein Partner. Besondere Aufmerksamkeit kommt dabei den Schwerpunkten künstliche Intelligenz und Sicherheit zu. Und das sind beides Themen, die natürlich nicht nur im Kontext der digitalen Transformation relevant sind und eine große Rolle spielen, sondern die auch fürs ICT eine große Rolle spielen. Im Rahmen des Projekts bietet das ICT einerseits konkrete Unterstützungsleistungen für Unternehmen an, unter anderem eben auch Schulungen mit Bezug zu Data Science Themen. Und wir leiten auch eine thematische Arbeitsgruppe zum Thema unternehmensübergreifende Nutzung sensibler Daten. Dazu später auch noch ein bisschen mehr. Das hängt eng mit einem Schwerpunktthema heute zusammen, wo es eben um externe Datenquellen und die Nutzung externer Datenquellen geht. Und das Projekt Digital Innovation Hub West, das wird von der FFG und eben von den Ländern Tirol, Vorarlberg und Salzburg gefördert. Das ist jetzt gerade ins zweite Jahr eingestiegen und von der Aufbauphase in die Umsetzungsphase übergegangen. Also es lohnt sich wirklich, das zu verfolgen. Gerade für Unternehmen und insbesondere KMU in Westösterreich kann es durchaus sein, dass im Digitalisierungsbereich da noch der eine oder andere hilfreiche Input abzuholen ist. Und abgesehen davon ist es ICT, oder hat das ICT in diesem Jahr auch mit der Umsetzung von zwei, die jetzt ausschließlich vom Land Tirol gefördert werden, mit der Umsetzung von zwei Projekten begonnen. Einmal im März haben wir mit einem Projekt losgelegt und dann im September mit dem zweiten. In beiden Projekten sind eben auch mehrere Tiroler Partner involviert. Einerseits in einem Projekt die Universität Innsbruck, sogar mehrere Institute und andererseits auch wieder KMU, mit denen wir auch außerhalb von dem Digital Innovation Hub intensiv zusammenarbeiten. Beim ersten Projekt handelt es sich um ein Leuchtturmprojekt im Bereich Digitalisierung. Und inhaltlich geht es da darum, dass einerseits die Energieeffizienz in kommunalen Gebäuden maximiert werden soll. Und andererseits soll das Raumklima optimiert werden. Also das ist ein Projekt, das so in den Bereich Building Information Modeling auch reinfällt, aber ein etwas anderer Ansatz, der eben auf Low-Cost-Infrastruktur, auf offenen Technologien beruhen soll und auch relativ schnell und unkompliziert in neue Gebäude übernommen werden kann. Genutzt werden eben auch interne und externe Datenquellen, die eben analysiert werden. Auch Themen der Sicherheit spielen da eine besondere Rolle, insbesondere Themen aus dem Bereich des Datenschutzes, weil eben, wenn Daten im Gebäude, in dem sich auch Menschen befinden, erhoben werden, auch der Datenschutz durchaus eine Rolle spielt. Und das Gebäude, wo diese Lösung, die da entwickelt werden soll, umgesetzt wird und auch evaluiert wird, das ist die neue Mittelschule in Stams in Tirol. Also auch ein sehr enger Tirol-Bezug hier. Und das zweite Projekt, auf das ich kurz hinweisen möchte, das vom Land Tirol gefördert wird und wo wir jetzt erst im September gestartet haben, das ist ein Projekt, das unter dem Förderschwerpunkt des Landes Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsprojekte gefördert wird. Und inhaltlich geht es da um die Unterstützung von KMU im Dienstleistungssektor und zwar durch den Einsatz von Machine Learning im Bereich der Projektabwicklung und Kundenbetreuung.
Das ist so, dass aus Projekten aus der Vergangenheit, die bewertet wurden, und aus den Erfahrungen sollen dann Empfehlungen abgeleitet werden für zukünftige Projekte. Und im Rahmen des Projekts wird eine bestehende Software von einem Tiroler Softwarehaus weiterentwickelt. Und während das erste der beiden Projekte, eben das Leuchtturmprojekt vom ICT, koordiniert wird, sind wir beim zweiten Projekt als wissenschaftlicher Partner, der eben gerade den Bereich der Anwendung von modernen Datenanalyseverfahren oder auch Machine Learning im Kontext von der Software unterstützen soll. Und jetzt zum Abschluss noch eine dritte Aktivität, auf die ich kurz hinweisen möchte, deren Beginn unmittelbar bevorsteht. Also Projektstart ist da für den 1. Jänner oder zumindest für den Jänner 2021 vorgesehen. Und wir werden da mit mehreren Organisationen ein Projekt umsetzen, bei dem es wie in dieser Digital Innovation Hub West Arbeitsgruppe, die ich kurz angesprochen habe, um die unternehmensübergreifende Nutzung sensibler Daten geht. Aber nicht so wie im Digital Innovation Hub, wo der Fokus darauf liegt, einfach interessierte Personen zum Thema zusammenzubringen und einen Diskurs zu fördern, geht es bei dem Projekt, das in Jänner starten soll, wirklich darum, konkrete technische Lösungen umzusetzen. Und dabei liegt besonderes Augenmerk auf einem bestimmten Verfahren, das nennt sich homomorphe Verschlüsselung, aber dazu werden wir etwas später von meinem Kollegen Maximilian Unrich auch noch etwas mehr hören. Das Projekt wird von der FFG gefördert und auch wieder vom ICT koordiniert, mit Partnern aus ganz Österreich eigentlich. Kurz, bei Fraunhofer in Tirol tut sich einiges. Thematisch bewegen wir uns wirklich, wie man bei den Projekten jetzt recht gut sieht, an der Schnittstelle zwischen einerseits eben fortschrittlichen Ansätzen im Bereich Data Science und künstliche Intelligenz und andererseits sind eben an dieser Schnittstelle die Ansätze zur Förderung von Sicherheit und Transparenz im Kontext wieder von Data Science und künstliche Intelligenz. Forschungstechnisch versuchen wir da natürlich in den Bereichen, wo wir unseren Fokus gelegt haben, vorne mit dabei zu sein. Gleichzeitig ist uns aber auch bewusst, dass der letzte Stand der Forschung nicht immer das ist, was wirklich die Unternehmen brauchen. Und da sehen wir es halt auch als eine von unseren Verantwortungen, da darauf zu schauen, dass eben in konkreten Projekten wirklich Ansätze und Verfahren, die wirklich für den konkreten Fall geeignet sind. Und da merken wir halt auch, dass es ab und zu auch wirklich notwendig ist, Unternehmen, die da sehr motiviert sind, ein bisschen einzubremsen und einfach mal zu schauen, sind zum Beispiel die Daten, die auch vorliegen, wirklich für bestimmte Verfahren, bestimmte moderne Verfahren, die halt auch en vogue sind, wirklich geeignet. So, und jetzt möchte ich Ihnen das Programm nicht länger vorenthalten, das wir heute für Sie vorbereitet haben. Zwei Beiträge stehen heute im Mittelpunkt. Zum einen, oder bei beiden geht es um die Schaffung von Mehrwert durch Daten. Zunächst liegt der Fokus auf den oft vernachlässigten externen Datenquellen. Also man sieht, dass viele Unternehmen sich fast ausschließlich mit der Nutzung interner Datenquellen beschäftigen. Und dabei ist es doch so, dass externe Daten oder gerade auch die Kombination von internen und externen Daten, wenn sie verknüpft werden, besonderes Potenzial einfach birgt, das es zu heben gilt. Natürlich haben die Potenziale oder die Nutzung dieser Potenziale auch ihren Preis. Und zwar, es müssen besondere Herausforderungen bewältigt werden. Und die sind jetzt natürlich nicht nur technisch, sondern auch rechtlich diese Herausforderungen. Und da werden uns dann gleich Stefan Warbeck von der Rechtsanwaltskanzlei, Dr. Stefan Warbeck und Maximilian Ulrich von Fraunhofer Austria einen tieferen Einblick in die Thematik verschaffen. Und im Anschluss daran haben wir noch einen zweiten Block, wo wir uns mit einem sehr spannenden Thema beschäftigen. Und zwar geht es da um die Ergebnisse aus einem konkreten Forschungsprojekt. Das Projekt heißt Aspect und da ging es um die Entwicklung einer Methode für die durchgängige Produktionsplanung. Und durchgängig bedeutet hier, wie auch dem Titel schon zu entnehmen ist, dass eben eine integrierte Kurz- und Langfristbetrachtung erfolgen soll. Und besonders spannend, wenn man sich jetzt solche Projektergebnisse im Nachhinein anschaut, ist es natürlich immer dann, wenn da unterschiedliche Perspektiven eingenommen werden. Und genau das Glück haben wir heute, dass wir das ganz gut machen können. Also einerseits haben wir Thomas Sobotka und Felix Kammhuber von Fraunhofer Austria und Bernhard Heinzel und Dominik Seliger von der Technischen Universität Wien, die eben die Perspektiventwickler und der Forschungseinrichtung im Projekt repräsentieren. Dann haben wir Roman Klug von Automation X. Er wird die Sicht des Entwicklers einer Software für MES und Prozessleitsysteme einnehmen und sich eben mit den Herausforderungen bei der Implementierung der Methode als Software auseinandersetzen und die diskutieren. Und dann haben wir noch
den Markus Brunnthaler von Miraplast und der ist in der Runde als Vertreter eines Anwendungsunternehmens vertreten, wo wir auch diese Sicht nochmal geschildert bekommen heute. Dürfte also auch sehr spannend werden. Und bevor ich jetzt an Stefan Warbeck und Maximilian Ulrich übergebe, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass Fragen bei dieser Veranstaltung sehr willkommen sind. Also bitte nutzen Sie den Chat. Wir werden immer wieder kurze Slots einschieben, wo wir auch die Möglichkeit haben, Fragen zu diskutieren, Fragen zu beantworten. Also bitte im Chat posten oder einfach sich Fragen überlegen und dann, wenn wir darum bitten, die Fragen dann auch stellen, damit wir auch eine interaktive Veranstaltung heute hinbekommen können. Das war es dann von mir und dann bitte ich jetzt Maximilian Ulrich. Er wird den ersten Teil vom Vortrag zum Thema Informationsvorsprung durch die Nutzung externer Datenquellen, Praxis und Recht übernehmen. Bitte, Max. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, Sie sehen meine Folien schon. Ich darf heute den Vortrag Informationsvorsprung durch die Nutzung externer Daten, den ersten Teil, nämlich den Praxisteil, übernehmen. Wesentlich ist, dass ich glaube, dass wir alle sehr, sehr oft externe Daten nutzen, auch wenn wir uns nicht ganz bewusst sind, dass wir das vielleicht immer aktiv bewusst sind, dass wir das tun. Ein Beispiel ist, dass wir sicherlich alle relativ häufig einen Wetterbericht lesen, dass wir uns über Verkehr und Logistik informieren und dass wir uns auch über den Stand in der Wirtschaft, den Stand in der Technik, Informationen aus unserer Industriebranche beziehen und hier Daten und Informationen dahingehend konsumieren, die wir nicht selbst erstellt haben, deswegen externe Daten. Was ist denn die wesentliche Motivation dahinter? Und die wesentliche Motivation ist die Steigerung der Entscheidungsqualität. Nehmen wir das Beispiel mit den Wetterdaten als ganz simples Beispiel. Da geht es darum, sich zu entscheiden oder die Entscheidungsqualität zwischen, nehme ich einen Regenschirm heute mit oder lasse ich ihn zu Hause, in einem ganz vereinfachten Beispiel, zu steigern. Und wenn wir hier externe Daten mit einbeziehen, dann hier es durch diese besseren externen Daten, durch mehr Daten, durch bessere Information und durch eine frühzeitige Informationsverfügbarkeit hier unsere Entscheidung, ich nehme beispielsweise einen Regenschirm mit, zu steigern und im besten Falle nicht nass zu werden. Also die wesentliche Motivation ist hier, dass unsere Entscheidungen, unsere Aktionen, die wir tätigen, basierend auf Wissen, das wiederum auf Information basiert und das wiederum auf Daten basiert, möglichst oft ins Schwarze trifft. Ein wesentlicher Punkt auch noch ist, dass interne Daten meistens den internen Blickwinkel auf eine Sache darstellen. Beispielsweise ein produzierendes Unternehmen, die internen Daten, den internen Blickwinkel auf die Qualität eines Produkts darstellen und die externen Daten es dann schaffen, einen externen Blickwinkel in die Betrachtung einer gewissen Thematik einzubringen. Beispielsweise tatsächlich, wie das Produkt eines produzierenden Unternehmens beim Kunden ankommt. Also diese Daten, die der Kunde generieren kann, wären sozusagen dann der externe Blickwinkel und sehr, sehr wichtig, diese dann in so einem Fall auch mit einzubeziehen, weil es ist ja wichtig, dass das Produkt dann auch beim Empfänger möglichst gut ankommt. Ein paar weitere Beispiele sind, wie schon erwähnt, Wetterdaten werden auch immer häufiger in industriellen Entscheidungsprozessen eingepflegt, sei es jetzt, dass dynamisch Marketing betrieben wird anhand von lokalen, kurzfristigen Wettergeschehen, dass Lieferketten adaptiert werden und auf Wetterereignisse angepasst werden, etc. Auch ein klassisches Beispiel mittlerweile für externe Daten oder für die Einbeziehung externer Daten ist, dass wir Logistikdaten von Logistikdienstleistern einpflegen, um hier unsere Lieferketten die Resilienz unserer Lieferketten zu verbessern, im Sinne von besser uns zu adaptieren, wenn gewisse Sendungen verzögert sind, da wir das dann frühzeitig wissen über diese externen Daten.
Auch ein wesentlicher Punkt ist, dass Social-Media-Daten immer öfter genutzt werden, um Angebot und Nachfrage abschätzen zu können von Produkten oder dass diese auch genutzt werden, um zum Beispiel Außenwahrnehmung von Produkten bzw. von Unternehmen abschätzen zu können. Jetzt, wenn wir externe Daten nutzen wollen, um uns einen Informationsvorsprung und dadurch Entscheidungsqualität zu erarbeiten, ist auch eine wesentliche Frage, wo kommen denn externe Daten her? Eine große Gruppe aus unserer Sicht, wo externe Daten herkommen, ist sozusagen, dass sie aus einem zentralen Pool kommen können. Das kann sein eine Open Access Datenbank zu einem gewissen Thema. Das können kommerzielle Anbieter sein, die schon seit längerem natürlich Statistikdaten beispielsweise frei anbieten, am freien Markt anbieten. Etwas moderner, dass natürlich auch Social Media Plattformen ihre Daten anbieten, auch kommerziell natürlich, und dass unter sogenannten Open Data Initiativen auch staatliche Quellen immer mehr ihren Datenpool zur externen Verwertung und zur Nutzung zur Verfügung stellen. Das Ganze kann auch dezentral funktionieren. Da hätte ich zwei wesentliche Punkte. Zum einen das Schlagwort Webmining, wo man mit modernen Methoden der Datenverarbeitung eher dezentral gelagerte Daten im Internet nutzen und ausheben kann. Und das zweite ist dass immer mehr oder dass Kooperationen zwischen Unternehmen auch hier Zugang zu externen Daten, nämlich der Daten der anderen Unternehmen, Stichwort Data Sharing, auch eine Möglichkeit darstellen, externe Daten zu bekommen und dann auch zu nutzen. Das Stichwort Webmining, was ist das eigentlich genau? Im Wesentlichen geht es darum, dass man manuelle Tätigkeiten, die man beispielsweise beim regelmäßigen Suchen einer selben Information im Internet, sprich man möchte immer die neueste Version dieser Information besitzen, dass man die automatisieren kann mit Hilfe von Data Science Methoden aus dem Bereich des Webmining. Das können sein, dass man regelmäßig das neue Wetter sich abfragt, das können Preise und Wechselkurse sein, das können aber auch Verfügbarkeiten von Teilen sein, die man einkauft für seine eigene Produktion etc. Google bietet hier beispielsweise die Möglichkeit, hier Suchanfragen regelmäßig durchzuführen und dann, wenn es hier ein neues Ergebnis gibt, sogenannte Alerts, also Benachrichtigungen zu bekommen. Dieses Feature nennt sich Google Alerts, beziehungsweise man kann das Ganze auch mit Hilfe von Data Science Methoden, beispielsweise mit Python oder R, selbst Webmining betreiben. Ein Beispiel, was ich hier gern anbringen würde, ist, stellen Sie sich ein Dashboard vor für Ihre Sales-Organisation und Sie haben hier grafisch Regionen auf diesem Dashboard dargestellt mit gewissen Kennzahlen für diese Regionen, in denen Sie Ihr Produkt verkaufen, und Sie möchten hier beispielsweise tages- oder stundenaktuell Wechselkurse mit einpflegen. Dann könnte Webmining eine Möglichkeit sein, diese Wechselkurse, die frei verfügbar im Internet vorhanden sind, diese automatisiert auszuheben und dann in diesem Dashboard als Informationsgewinn und dann Entscheidungsgrundlage für gewisse Entscheidungen, die Sie treffen wollen, darzustellen. Ein weiterer Punkt bei der Nutzung von externen Daten und eine weitere Möglichkeit dabei ist Data Sharing. Da geht es um die Kooperation zwischen Unternehmen, welche ihre Daten teilen, um für sich selbst oder in Gemeinschaft dann dadurch Optimierungspotenzial zu heben. Ein Problem aktuell ist da hier eine große Zurückhaltung, zum einen aufgrund von rechtlichen und zum anderen aufgrund von wirtschaftlichen Aspekten. Wir sind aber hier dabei und wir forschen daran, an innovative Ansätze im Bereich der Datenverarbeitung zu nutzen, um hier diese Risiken beim Data Sharing zu mitigieren und die Zurückhaltung demgegenüber abzubauen, damit das Optimierungspotenzial, denken Sie an die Logistik, hier sehr, sehr viele Leerfahrten immer noch
sind, dass man beispielsweise hier im Logistikbereich durch Data Sharing auf mehr Effizienz kommt. Hinweisen darf ich da, wie schon erwähnt, auf den Digital Innovation Hub West, auf die Arbeitsgruppe unternehmensübergreifende Nutzung sensibler Daten, wo wir genau so dieses Thema bearbeiten. Und wenn Sie da gern mehr Informationen haben zu Veranstaltungen, sich hier einbringen möchten in Diskussionen, entweder nehmen Sie mit uns direkt Kontakt auf oder über die Website dhwest.at. Ein Punkt, nämlich eine Möglichkeit der modernen Datenverarbeitung, die man nutzen kann, um Data Sharing sicherer zu machen, ist die homomorphe Verschlüsselung. Und zwar, was ist das? Das ist eine Art der Verschlüsselung, die es ermöglicht, auch im verschlüsselten Zustand Analysen auf den Daten zu fahren. Beispielsweise hier dargestellt, die einfache Rechnung 2 plus 2 ist gleich 4. Auch im verschlüsselten Datenzustand wäre diese Berechnung möglich. Und wenn man das Ergebnis dann entschlüsselt, ergibt das Ganze immer noch ein sinnvolles Ergebnis, ganz im Gegensatz zu anderen klassischen Verschlüsselungsverfahren, wo im verschlüsselten Zustand keine Analyse der Daten möglich ist. Ganz wichtig hierbei ist zu erwähnen, dass wenn die Analysen im verschlüsselten Zustand durchgeführt werden, die Analyseergebnisse auch verschlüsselt sind und somit nicht menschlich lesbar sind, was Vorteile bietet, wenn man hier Daten teilt und beispielsweise direkt nur noch das verschlüsselte Ergebnis zurückbekommt und nur noch selbst das Ergebnis beispielsweise wieder ansehen kann und so die eigenen Daten, obwohl sie geteilt wurden, nicht offengelegt wurden. Wir beschäftigen uns da mit Start Anfang 2021 in einem Konsortium von 7 Partnern mit der praktischen Anwendung von homomorpher Verschlüsselung in 2 Use Cases. Zum einen hier Produktionsdaten zu analysieren und im anderen Bereich geht es um persönliche Daten, Daten, die unter die DSGVO fallen. Und wir forschen hier in diesem Forschungsprojekt an der praktischen Anwendung dieser Verschlüsselungsmethode. Bleibt mir nur mein Fazit zu ziehen. Ich bin überzeugt, dass externe Daten richtig angewendet helfen, Entscheidungsqualität zu steigern und würde Sie einladen, up to date bei den Nutzungsmöglichkeiten von externen Daten zu bleiben und mit uns zu diskutieren. Vor allem in der Arbeitsgruppe des DEH West. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich darf nun an meinen Co-Vortragenden Dr. Stefan Dabeck übergeben. Einen schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einleitung. Einen schönen guten Abend und vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Zeit. Und vielen Dank vor allem auch für die Veranstalter, dass Sie mit der Betitelung Informationsvorsprung durch die Nutzung externer Datenquellen mir gerade aus rechtlicher Sicht trefflich mal alle Aspekte an die Hand gegeben haben, die aus rechtlicher Sicht von Bedeutung sind. Sehen Sie jetzt? Jetzt tut sich was, jetzt sind Sie jetzt da. Jetzt bin ich da. Sehr gut, das hat vorher. Vorauszuschicken ist in diesem Zusammenhang, dass die Rechtsmaterie zu Daten weder homogen sich aus einem Gesetz oder zwei Gesetzen ergibt, noch von zwingenden Vorgaben geprägt ist. Es gibt also weder, wie Sie es vielleicht lassen, Alltag, dem Arbeitsrecht, dem Mietrecht oder auch eben auch dem Konsumentenschutzrecht kennen, keine homogene Rechtsmaterie, in der man nachschauen kann und vor allem auch die mit zwingenden Vorgaben einem ohne dies ein bisschen die Kreativität im rechtlichen Alltag abnimmt. Im Gegenteil, also die Rechtsmaterie zu Daten ist eigentlich eher davon geprägt, dass sie viel Gestaltungsfreiheit hat, dass sie an sich sehr sozusagen
gestaltungsfrei ist und dass sie letztlich aber auch damit bewirkt, dass die Unternehmer gezwungen sind, auch sich intensiv auseinanderzusetzen und sich selbst kritisch über ihre eigenen Bedürfnisse zu hinterfragen, aber auch gleichzeitig vor allem auch gewillt sind, allgemeine Geschäftsbedingungen zu lesen, wie man gerade also gehört, und dass die externen Datenquellen ja auch quasi nicht bedingungslos sozusagen greifbar sind. Es ist immer wichtig, sich letztlich diese Bedingungen anzusehen, die letztlich einem auch den Umfang und überhaupt die Nutzungsmöglichkeit an die Hand geben. Das Recht spielt sich in diesem Zusammenhang unter vielen verschiedenen Aspekten ab. Wie gesagt, also schon allein der Titel gibt uns diese Aspekte eigentlich sehr trefflich an die Hand. Informationsvorsprung durch die Nutzung externer Datenquellen fängt einmal mit der Information an und die zielt darauf ab, dass die Daten letztlich eine sozusagen nur insofern rechtliche Bedeutung haben, als die Daten einen inhaltlichen Aussagewert haben. Also es geht also um die sogenannten semantischen Daten im Gegensatz zu den sogenannten syntaktischen Daten. Also ob das jetzt sozusagen die reine digitale Form ist, letztlich aus rechtlicher Sicht völlig unerheblich. Insgesamt muss man bedenken, dass das Recht bedeutungsorientiert ist. Es gibt also auch dementsprechend kein Recht, das differenziert zwischen der sogenannten analogen und der digitalen Welt, online oder offline. Es gibt vielleicht Spezialgesetze, die sich Teilaspekten widmen, aber grundsätzlich ist die Rechtsmaterie in allen im gesamten Umfeld gleich. Letztlich nimmt das Recht auch sozusagen darauf Rücksicht, dass die Daten ganz besondere Eigenschaften haben. Ich denke dann nur an die Nicht-Rivalität. Also Daten sind eine Sache, die man gleichzeitig überall auf verschiedenste Formen nutzen kann. Wenn Sie an das Fahrrad oder an das Auto denken, dann sozusagen kann dieses konkrete Objekt letztlich immer nur einmal zu einer bestimmten Zeit nutzen. Es ist kostengünstig reproduzierbar, Datensätze und weitergabefähig. Ja. Die Qualität der Daten, und darauf zielt der Vorsprung letztlich ab, ist auch eine besondere rechtliche Eigenschaft, denn wenn Daten weitergegeben werden, ist es wichtig, ob sie vollständig oder unverändert sind, integer sind, also sozusagen das Schlagwort, sind sie richtig und echt. Das spielt insbesondere dann eine Rolle, wenn im Rahmen von Vertragsabwicklungen, von Geschäftsbeziehungen eben Daten ausgetauscht werden. Denn so wie in der analogen Welt kennen wir auch in der digitalen Welt das Recht der Gewährleistung und letztlich damit die verbundene Verpflichtung auch für Menge einstehen zu müssen. Die Nutzung zielt auf den Vorgang der Datenverarbeitung ab. Also es gibt ganz unterschiedliche Datenverarbeitungsvorgänge. Sie kennen das noch aus der DSGVO, Implementierung in Ihren Betrieben. Letztlich bedeutet das nichts anderes als die Transkription bzw. Übersetzung herkömmlicher Begriffe aus rechtlicher Sicht immer wieder notwendig wird. Wenn man jetzt beispielsweise von Herausgabe von Daten spricht und das letztlich als Pendant setzt, zum Beispiel Herausgabe von Büchern, dann ist es etwas völlig anderes. Ja? Während also das Buch als Objekt übergeben wird, was es der eine nicht mehr hat und der andere mehr schon, und der eine nicht mehr lesen kann, der andere aber schon, ist es bei Daten völlig anders. Bei Daten würde genau dieser Vorgang der Herausgabe dem sozusagen rechtlichen Instrumenten der Verbreitung, des Vervielfältigens, des Übermittelns zur Verfügung stellen, dann der Beseitigung letztlich auch, die Löschung, nämlich die Funktion, dass also der andere, der es, der den Datensatz übergibt, nicht mehr verwenden kann, dem entspricht.
Und die, das letzte Merkmal, die externen Quellen. Das bedeutet letztlich nichts anderes, dass man mit Dritten in Geschäftsbeziehung tritt. Damit wird klar, dass man also gefordert ist, Bedingungen aufzustellen, unter denen eben der Zugang zu Daten gewährt wird und unter welchen Bedingungen letztlich auch die ja, pekuniäre Vergütung erfolgt oder andere Bedingungen, die letztlich aus unternehmerischer Sicht von Bedeutung sind. Im Zusammenhang mit Daten sind unterschiedliche Aspekte zu beachten. Wie gesagt, es gibt kein einheitliches Gesetz, es gibt unterschiedliche Gesetzesnormen, die in dem Zusammenhang eine Rolle spielen können. Datenschutz ist so in den letzten Jahren natürlich das gängigste gewesen. Im Gegensatz zum Wortlaut bedeutet Datenschutz aber nicht ein Schutz der Daten, sondern letztlich zielt der Datenschutz darauf ab, den Menschen und seine Persönlichkeitsrechte zu schützen. Ab dem Zeitpunkt, wo personenbezogene Daten involviert sind, ist die Norm der DSGVO, des österreichischen Datenschutzgesetzes, zu beachten. In dem Zusammenhang spielt auch die Datensicherheit eine Rolle. Aber nicht nur in diesem Zusammenhang, auch im Zusammenhang mittlerweile von Geschäftsdaten und deren Schutz. Datensicherheit ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Sie können sich erinnern, die sogenannten TOMS, die technisch-organisatorischen Maßnahmen, zielen darauf ab, wie Daten sicher gehalten werden können. Informationssicherheit ist ein weiterer wesentlicher Punkt. Man muss sich letztlich auch als Datennutzer darauf verlassen können, dass die Daten integer sind, dass sie also einen entsprechenden Wahrheitsgehalt haben und dass sie echt sind, also dass sie vom Aussteller, vom tatsächlichen Aussteller, vom Urheber tatsächlich stammen und nicht verfälscht worden sind. Die Datenhoheit ist praktisch so neben der Frage zum Dateneigentum aus rechtlicher Sicht einmal das Zentrale. Denn um es vorwegzunehmen, es gibt kein Dateneigentum, das mittlerweile gesetzlich umgesetzt worden wäre. Also damit spreche ich nicht nur für Österreich, sondern für den gesamteuropäischen und soweit ich weiß auch amerikanischen Raum. Wesentlich ist also in erster Linie die Datenhoheit zu haben, um überhaupt Verfügungsrechte darüber monieren zu können. Der Zugang zu Daten ist praktisch sozusagen der Punkt, der einen letztlich mit einem Geschäftspartner erst in Interaktion treten lässt und letztlich dazu führt, dass es sinnvoll ist, allgemeine Geschäftsbedingungen aufzusetzen, unter denen man standardmäßig Dritten Zugang zu den eigenen Daten gewähren möchte. Umgekehrt ist man als Nutzer selbstverständlich aber auch gefordert, dann auch wirklich sich diese Nutzungsbedingungen anzuschauen. Und anders als in den vorgenannten Beispielen wie Arbeit oder auch Konsumentenschutz, kann man sich eben als Nutzer nicht darauf verlassen, dass es einem quasi die Rechtsordnung zu Hilfe kommt, zwingende Rechte praktisch Klauseln per se für nichtig erscheinen lassen, sondern man ist letztlich daran gehalten, das praktisch zu akzeptieren, was man mittels Zustimmung zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen auch schon bejaht hat. Das heißt, die Kontrolle, die Inhaltskontrolle von allgemeinen Geschäftsbedingungen ist relativ sozusagen auf niedrigem Niveau. Ein niedriges Niveau bedeutet letztlich Sittenwidrigkeitsgrenzen. Vor allem als Unternehmer muss man sich letztlich mehr auch sozusagen Gestaltungsfreiheit gönnen, als das praktisch also bei Konsumenten der Fall ist, die aber auch umgekehrt auch mehr Schutz genießen. Die Kernfrage in diesem Zusammenhang ist immer die Frage nach dem Dateneigentum. Die faktische Inhaberschaft ist praktisch die Ausgangssituation. Ohne faktische Inhaberschaft ist es schwerlich, praktisch von einem quasi Dateneigentum zu sprechen.
Rechtliches Eigentum gibt es nur in Zusammenhängen mit dem sogenannten Intellectual Property Rights, diesen gewerblichen Schutzrechten, die sich in besonderer Form manifestiert haben, sei es, dass sie Erfindungen darstellen auf technischer Ebene, damit sind sie patentierbar und zu sogenannten Patenten durch die Registrierung bei den zuständigen Ämtern, in dem Fall Patentamt, oder Urheberrechte, Musterrechte, Geschmacksmusterrechte und dergleichen. Was Sie hier sehen als Bild, da habe ich mir das als sozusagen Gedankenstütze hier noch eingefügt, da geht es um die Geschäftsgeheimnisse und das Beispiel hierfür habe ich praktisch den Safe des Coca-Cola-Rezepts gewählt. Die Art der Daten spielt aus rechtlicher Sicht eine ganz zentrale Rolle, denn abhängig davon, um welche Art es von Daten es sich handelt, desto davon abhängig ist auch die Anwendung der einschlägigen Rechtsmaterie. Wie gesagt, also im Wesentlichen konzentriert sich die Rechtsordnung an semantischen Daten. Das bedeutet, dass es also weniger die Bits und Bytes, technische Ausgestaltung von Daten eine Bedeutung hat, sondern immer nur deren Inhalt. Und dementsprechend sind die personenbezogenen Daten, um mal an vorderster Stelle zu nennen, nicht nur aufgrund der Aktualität der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung und des Datenschutzgesetzes, die sich letztlich nur mit personenbezogenen Daten beschäftigt, also von Menschen. Im Gegensatz zur alten Rechtslage, alten Datenschutzrechtslage, waren auch noch Unternehmen betroffen. Heutzutage ist es so, dass die GmbH selbst jetzt als Rechtsträger nicht von der DSGVO umfasst ist, sozusagen Subjekt, aber selbstverständlich daran gehalten ist, die entsprechenden Maßnahmen zu treffen. Tatsachenbezogene Daten, das ist wahrscheinlich das, was also in der Praxis am häufigsten vorkommt, ist auch eine wichtige Datenart. Die können letztlich auch dazu führen, dass sie monopolisierbar werden, indem sie Patente zusammengefasst praktisch zu einem Schutzrecht werden. Zugangsdaten sind auch ein rechtlich ganz bedeutsamer sozusagen Aspekt der Datenarten und dann letztlich sozusagen aus rechtlicher Sicht sind natürlich auch die ubiquitären, nicht proprietären Informationen bzw. Daten zu haben. Also alles, was mit Allgemeinbildung letztlich zu tun hat, wo man also nicht davon ausgehen kann, dass es ein Einzelner das für sich monopolisieren kann und das auch nicht faktisch für sich sozusagen behalten kann. Letztlich schon erwähnt die monopolisierbaren Informationen, die ließen sich nur im Rahmen von gewerblichen Schutzrechten zu einer Art Eigentumsrecht formen. Dabei ist zu bedenken, dass es nur ganz bestimmte Formen von geistigen Eigentumsrechten gibt. Die Patente, die Marken, die Muster, dann die Schutzzertifikate, gerade jetzt wichtig für also die Arzneimittel zu bedenken. Datenbanken waren schon traditionell immer wieder geschützt als Werk des Urheberrechts und seit neuestem oder relativ neu ein besonderer Schutz der Geschäftsgeheimnisse, der aber auch letztlich viel begleitende Maßnahmen abverlangt. Grundsätzlich müssen wir davon ausgehen, dass die Gemeinfreiheit von Informationen ein sozusagen Paradigma der Rechtsordnung ist. Ohne Informationen, ohne Daten entwickeln wir uns nicht weiter. Wichtig ist eben, dass ein Informationsaustausch herrscht und nur in ganz besonderen Fällen eben diese Monopolisierung zugelassen werden kann. Gleichzeitig wird aber niemand daran gehindert, für sich Informationen zu sammeln und die in besonders wertvolle Datensätze zu fusionieren und die dann letztlich nur unter bestimmten Bedingungen der Öffentlichkeit oder Geschäftsdaten zugänglich zu machen. Wichtig sind also in diesem Zusammenhang die vertraglichen Vereinbarungen,
die sogenannten CDAs, also Geheimhaltungsvereinbarungen, aber eben auch sonstige Bedingungen, die auf Wettbewerbs- und Nachahmungsverbote auch letztlich abzielen. Die Datenverarbeitung findet mannigfaltig statt. Also wenn man sich jetzt da die einzelnen Prozesse vor Augen führt, wie vorhin schon beim Beispiel Bücher, man muss sich da von der analogen Welt ein bisschen lösen und letztlich immer aus rechtlicher Sicht sich vor Augen führen, welche einzelnen Datenverarbeitungsvorgänge eine Bedeutung haben. Das Erheben, Auslesen und dergleichen, das sind Begrifflichkeiten und Vorgänge, die uns die DSGVO an die Hand gegeben hat, aber de facto ist es davon unabhängig, ob das jetzt personenbezogene Daten oder sonstige informationsbezogene Daten betrifft. Wichtig, wie gesagt, da es kein Dateneigentum als solches gibt, ist es durch vertragliche Vereinbarungen eine sozusagen ähnliche Form von Eigentum zu schaffen, indem man also auf vertraglicher Ebene, bilateral sozusagen, das mit dem jeweiligen Vertragspartner, Verpflichtungen, Rechte und Pflichten festschreibt, die dem Eigentumsrecht ähnlich sind, zumindest. Es beginnt damit, dass es Geheimhaltungsvereinbarungen geschlossen werden, Weitergabevereinbarungen, Geschäftsgeheimnisse etabliert werden. Und wenn ich jetzt die Geschäftsgeheimnisse erwähne, so ist da auch daran zu denken, dass also seit der letzten Novelle diese nicht mehr sozusagen per se praktisch sozusagen entstehen, sondern ähnlich wie es auch beim Datenschutzrecht besondere Vorkehrungen erforderlich sind. Also man muss also auch eine entsprechende Dokumentation führen im Unternehmen, damit man überhaupt Geschäftsgeheimnisse als solche ausweist. Und nur dann kommt man in den Genuss, hier Monopolrechte daran festmachen zu können und vor allem dann im Fall eines Streits auch zivilprozessuale Vorteile zu genießen, die letztlich immer auf die fortführende Geheimhaltung abzielen. Die Aspekte, die sich aus rechtlicher Sicht ergeben, sind einfach mannigfaltig. Also in der Kürze der Zeit können wir das auch gar nicht durchgehen, sondern lediglich stichwortartig einfach ein paar Gedanken festmachen. Zentraler Punkt jedenfalls ist immer die faktische Inhaberschaft. Das heißt, die ohne technisch-organisatorische Maßnahmen die Daten für sich quasi vor Zugriffen Dritter zu schützen und diesen jedenfalls nur dosiert und gewillkürt zuzulassen. Das ist praktisch das zentrale Wesen. Das ist ganz wesentlicher Unterschied zu den sonstigen Eigentumsrechten und auch den geistigen Eigentumsrechten, wo ja ohne weiteres, wo es nicht schadet, dass praktisch Informationen nach außen gehen. Man kann trotzdem seine Monopolrechte für sich in Anspruch nehmen und auch verfolgen. Das ist bei Daten an sich nicht so. Die Daten, wie gesagt, haben ja auch die Eigenschaft, dass sie sozusagen nicht rival sind, häufig gesagt, dass also mehrere Inhaber zur gleichen Zeit das auf völlig unterschiedliche Art und Weise nutzen können. Auch das erfordert besondere Absprachen und letztlich ist auch immer wieder daran zu denken, dass Eigentumsdatenübertragung auch in manchen Fällen Sicherungsinstrumente einem abverlangen und vielleicht auch sozusagen die Einschaltung eines Treuhänders sinnvoll erscheinen lassen. Also der Umgang mit Datenbeständen in der Insolvenz ist eine große Herausforderung und verlangt letztlich auch Vorsorge der Unternehmer entsprechend mit Vereinbarungen sich den Zugriff für sie wesentliche Daten weiterhin abzusichern. Also es ist eine Vereinbarungssache, um da letztlich dem Insolvenzverwalter auch quasi Verhandlungsparole bieten zu können. Dann die Datenbestände oder Zugang zu Cloud Service Providern, das ist vor allem auch immer in
Social Media und im Zusammenhang mit Todesfällen ist er besonders virulent geworden. Darf ich an ein BGH-Urteil erinnern, das also zum Facebook-Account gefällt worden ist, was letztlich dazu geführt hat, dass also auch Zugangsdaten als vererbbares Vermögen anerkannt worden, wodurch also Facebook gezwungen worden ist, den Erben den Zugang zum Benutzerkonto zu gewähren. Aus rechtlicher Sicht spielt vor allem dann also zusammen mit Daten die alten Instrumente der Verwahrung, der Hinterlegung eine Rolle. Das altehrwürdige allgemeine bürgerliche Gesetzbuch hat selbst in diesem modernen Bereich noch nicht an Bedeutung eingebüßt. Zusammenfassend ist zu resümieren, dass es kein vom Gesetzgeber gewährtes Eigentum an Daten gibt, dass jeder Unternehmer selbst gefordert ist, seine Data Ownership zu gestalten mittels Vereinbarungen, aber gleichzeitig auch darauf zu achten, was eben die zur Verfügung stellenden Quellen an Bedingungen festschreiben, wie die Lizenzbedingungen sind, wie die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, unter denen die Datentransfers stattfinden können. In diesem Sinne bedanke ich mich. Die Zeit ist knapp und sie ist um. Ich habe eh schon überzogen und gebe weiter an den Moderator. So, vielen Dank, Herr Warbeck. Vielen Dank, Max. Wir haben wirklich nur kurz Zeit jetzt für Fragen. Wir haben eine Frage jetzt schon im Chat. Max, ich nehme an, du hast die schon gelesen. Ich würde dich bitten, da kurz drauf einzugehen und deine Sicht zu teilen. Und die Frage vielleicht auch kurz zu wiederholen. Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist, zeigt die Erfahrung, dass auch im klassischen industriellen Umfeld europäische Unternehmen, hier US-Unternehmen, in der Nutzung externer Daten hinterher sind, Klammer auf, ähnlich Consumer-Daten, Verwendung von Google, Facebook etc. Also die Frage ist, hinken wir hier auch gesamteuropäisch gesehen im klassischen industriellen Umfeld dem nordamerikanischen Raum in der Datennutzung hinterher? So pauschal würde ich das und kann ich das aufgrund dieses riesigen Themas nicht beantworten. Was ich dazu sagen möchte ist, ich glaube, es ist ganz wichtig, egal was andere machen, sich selbst zu besinnen bei dem Thema Datennutzung und für sich selbst wichtige Use Cases, wichtige Fragestellungen zu erarbeiten, auf denen man oder die Beantwortung oder auf denen man Daten anwenden möchte, um diese Fragestellungen für sich selbst zu beantworten. Ich glaube, das ist das Wesentliche, auf das man sich fokussieren sollte und weniger den klischeehaften Vergleich zwischen Europa als unter Anführungszeichen hinterher gegenüber dem angloamerikanischen Raum. Sehr gut. Vielen Dank, Max. Es gibt dann noch eine neue Frage, die eigentlich an beide Vortragenden aus meiner Sicht gerichtet ist und von dem her würde ich beide um ein kurzes Statement dazu bitten, und zwar die Frage vom Herrn Heimel: Gibt es schon eine KI, die man zu datenrechtlichen Themen befragen kann? Ist Ihnen da etwas bekannt? Also dann beginne ich einmal. Eine KI, die man zu datenrechtlichen Themen befragen kann, sowas ist noch eher aus meiner Sicht weiter weg, das tatsächlich als KI zu bezeichnen, wo man Fragen à la Siri und Co. stellt zu komplexeren Themen. Dahingehend gibt es generell noch eher wenige. Es gibt ein paar Paper dazu, die noch im Forschungsstadium sind, aber nichts als Tool dahingehend, wo ich auch komplexe Fragen stellen könnte. Gut, Herr Warbeck, möchten Sie? Ja, aus meiner Sicht kann ich das nur bestätigen. Allerdings gibt es schon sozusagen KI-ähnliche Datenbanken, die also mit besonderen Abfragetechniken einen letztlich Rechtstexte an die Hand geben. Also Tools für Anwälte, die jetzt durchaus sozusagen
intelligent funktionieren, die gibt es schon, aber so wie, dass ich jetzt Siri frage und dann also letztlich aus einem Text eine sozusagen Antwortstellung, dann, also eine Fragestellung sozusagen gespiegelt wird und die dann beantwortet wird, das kenne ich nicht. Gut, vielen Dank. Dann möchte ich von den drei Fragen, die jetzt noch gekommen sind, zweimal zusammenfassen, Herr Warbeck, und die auch nochmal kurz an Sie richten. Und zwar, unter welchen Bedingungen darf man Daten, also Social-Media-Daten, beziehungsweise Daten, die in offenen oder auf offenen Plattformen wie eBay oder so verfügbar sind, dann auch nutzen? Können Sie dazu vielleicht kurz was sagen? Ja, also im Wesentlichen ist die Thematik die gleiche, wie wir sie ja ganz zu Beginn des Internets mit im Zusammenhang mit der Verwendung von Lichtbildern gehabt. Es hat also damals der weit verbreitete Irrglaube geherrscht, das, was sozusagen im Internet sichtlich ist, ist ohne dies frei, das kann jeder verwenden für sich, weil nach dem Motto, sonst hätte man es ja nicht ins Netz gestellt. Mittlerweile ist klar, dass das also von der Rechtsordnung so nicht gesehen wird und vor allem dann immer Vorsicht geboten ist, wenn man für unternehmerische Zwecke Inhalte nutzt. Also das beginnt bei Fotos, aber gleichzeitig über Texte. Da ist das Urheberrecht ein ganz, ganz wesentliches Tool. Auf der anderen Seite natürlich auch, wenn man jetzt sozusagen personenbezogene Informationen nutzt und preisgibt dann auch wiederum anderen, kann das auch also verhängnisvoll sein, weil nur weil jemand in seinem Chat letztlich etwas von sich offenbart, bedeutet das nicht, dass es also dann praktisch für jedermann zugänglich sein soll. Gut, vielen Dank, Herr Warbeck. Dann noch ganz kurz eine letzte Frage. Und zwar gibt es aus Ihrer Sicht durch Einführung oder nach Einführung der DSGVO eine Zunahme, eine messbare Zunahme von Rechtsfällen, die eben mit den Änderungen oder Verschärfungen im Datenschutzgesetzgebung zusammenhängen könnten? Bitte um eine ganz kurze Antwort. Ja, also ja, ja. Messbar kann ich jetzt schwer beurteilen, weil ich selbst jetzt nur von meinen eigenen Erfahrungen in der Kanzlei, aber eben auch von den publizierten Fällen berichten könnte, aber zweifellos. Ja, die DSGVO ist ein wesentlicher Teil unseres Alltags. Alles klar, dann vielen Dank für die Fragen, vielen Dank an die Vortragenden für die spannenden Vorträge und die Beantwortung der Fragen. Und dann möchte ich jetzt an die Kollegen vom Aspect-Projekt übergeben und um den Vortrag zum Projekt bitten. Ja, guten Abend aus Wien. Daniel, könnt ihr uns hören? Ja. Klappt. So, vielen Dank. Ja, guten Abend aus Wien. Ich bin Thomas Sobotka vom Fraunhofer in Wien, Produktionsgruppe Production and Logistics Management. Ja, ich möchte auch gleich einsteigen, die Zeit ist ein bisschen fortgeschritten schon, gleich in unseren Vortrag zu den Projektergebnissen Aspect. Ich hoffe, Sie sehen jetzt die richtigen Folien, nämlich die Präsentationsfolien. Klappt. Perfekt, super, danke. Aspect ist ein großes Forschungsprojekt mit Industriebeteiligung, wo es darum geht. Aspect heißt Adaptive Smooth Production. Und da geht es darum, Nachhaltigkeit in der Produktion durch optimierte Planung herzustellen. Es hat eine wichtige Datenkomponente, denn diese Optimierung und die Simulation, die hinter der Planung steckt, ist ohne die Daten gar nicht möglich. Und das werden Sie dann in unserem Vortrag auch sehen. Ich möchte Ihnen kurz das Konsortium mal vorstellen. Es gibt Industriebeteiligung mit Automation X, einem MES-Entwickler. Herrn Klug werden Sie nachher dazu auch noch hören. Miraplast, ein Kunststoffhersteller. Herrn Brunthaler werden Sie nachher ebenfalls noch hören. Und die Maschinenfabrik Lietzen und Handel Tirol waren ebenfalls unsere Industriepartner im Konsortium. Auf Forschungsseite war es die TU Wien mit zwei Instituten vertreten. Einmal der ASG, Informatikern. Bernhard Heinzel wird in unserem Vortrag kurz zu Ihnen sprechen. Und Dominik Seliger vom IIT, also dem Energietechnikinstitut, wird Ihnen energetische Planung zeigen oder den energetischen Aspekt. Und mein Kollege Felix Kammhuber und ich, wir übernehmen den Planungs- und Optimierungsaspekt. Und damit ist das Konsortium komplett und ich möchte auch gleich einsteigen. Was ist die Grundidee von Aspect? Aspect sieht
dass es zwei Planungsbereiche gibt in der Produktion. Das eine wäre die Kurzfristplanung, die klassische Produktionsplanung und Steuerung. Man kann sich das in etwa so vorstellen, so bis zu sieben Tage, eine Woche im Voraus. Und dann gibt es die Langfristplanung. Langfristplanung heißt alles, was dann länger hinaus ist, mehrere Monate bis zu einem Jahr, ist dann die Langfristplanung. Und jeweils dort kann man optimieren und jeweils dort stehen energetisch interessante Dinge gegenüber, nämlich Beschaffungsmärkte für zum Beispiel Strom und andere Energiequellen. Und da gibt es auch langfristige Energiemärkte und kurzfristige Energiemärkte. Und Sie sehen das auf der Folie schon dargestellt. Diese langfristigen Energiemärkte, die passen ganz gut zu der langfristigen Planung und die kurzfristigen passen ganz gut zu der kurzfristigen, also zu der Produktionsplanung und Steuerung. Und die Idee von Aspect ist es, das alles zusammenzufügen. Das heißt, optimiert planen, optimiert Energie beschaffen und damit Kosten zu sparen und Nachhaltigkeit sicherzustellen und was für die Umwelt zu tun. Um Energieeffizienz in der Produktion, vermutlich nach spätestens Fridays for Future den ja jetzt auch in den USA wahrscheinlich wiedergefundenen Commitments zum Paris Climate Agreement, ist klar, es gibt zum einen diese Kostenkomponente, Energie kostet etwas und langfristig zeigt der Trend für viele Energiequellen nach oben, weil die Ressourcen endlich sind, obwohl es jetzt in den letzten Jahren eine Phase der Zwischenbilligkeit von Öl oder fossilen Energieträgern gab, aber das ist wahrscheinlich keine langfristige Sache. Und neben dem Kostenfaktor Energie gibt es die soziale Verantwortung, die globale Erwärmung großteils durch den Menschen verursacht, einigermaßen wissenschaftlicher Konsens und da gilt es einzugreifen, denn gut 40% der CO2-Emissionen in Industrienationen stammen aus der Industrie. Und dann gibt es noch den Faktor Energiewende. Also Sie sehen hier mal die Kurve für die Entwicklung des Energiepreises, also Strompreises an der Börse über mehrere Tage hinweg, es wird eine Woche sein. Und Sie sehen, wie stark da schwankt, dieses Hellblau ist die Kurve. Und wenn man diese Schwankungen zum einen kostentechnisch ausnutzt, also zum Beispiel energetisch intensive Prozesse in diese Phasen zu legen, in denen Energie besonders günstig ist, das spart Kosten potenziell. Und es sorgt dafür, dass Energieangebot und Nachfrage, industrielle Nachfrage, synchronisiert werden können. Und das ist dann für das Gesamtsystem besonders effizient. Man spart quasi Energie. Und wenn wir jetzt in den Planungsaspekt schauen, das heißt, wie wird das in der Planung gehandhabt? Normalerweise haben wir da das Zielsystem aus Qualität, Zeit, Kosten. Das sind durchaus auch widerstrebende Zielstellungen. Und da kommt jetzt eben über den Nachhaltigkeitsaspekt die Energie- und Ressourceneffizienz als Zielgröße hinzu. Und das macht es nicht leichter, sondern anspruchsvoller. Denn teilweise stehen jetzt vier Zielbeziehungen teilweise gegensätzlich zueinander. Was muss eigentlich alles geplant werden? Man geht mal produktionsmäßig vom Kernprozess aus. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel mal eine Gießerei anschauen, die haben Gussteile, das Produkt. Die haben Bearbeitungsstationen, in diesem Fall wäre das jetzt zum Beispiel ein Wärmebehandlungsofen. Die haben einen darüber liegenden Ebene einen komplexen Materialfluss, Prozessvarianten, die ablaufen und der organisiert werden muss. Und dann gibt es in der Peripherie rund um den Produktionsprozess gibt es noch die technische Gebäudeausstattung, das Gebäude selbst, all das, was man zum Beispiel auch an Medienbereitstellung, Kälte, Wärme hat. Und all das wirkt zusammen. Da gibt es Interaktionen, man kann sich das zum Beispiel vorstellen, so ein Ofen, der muss erst aufgewärmt werden, bevor das Material rein kann. Das muss abgestimmt werden mit dem Materialfluss und auch mit der Bereitstellung von Energie und Medien aus der TGA, aus der technischen Gebäudeausstattung. Ein komplexes Zusammenspiel und dieses komplexe Zusammenspiel, wie kann das jetzt berücksichtigt werden? Wir wählen Simulation und an der Stelle möchte ich gleich unseren Simulationsspezialisten Bernhard Heinzel aufrufen. Bernhard Heinzel, kannst du uns hören? Ja. Bernhard? Hallo? Daniel, kannst du uns noch hören? Ja, ich kann euch hören und ich habe ein Ja von Bernhard gehört, aber dann ist er verschwunden. Ich schlage vor, wir warten noch ganz kurz, ob er die Verbindung wieder stabilisieren kann. Ansonsten müssen Sie mit einer laienhafteren Erklärung als seiner vorlieb nehmen. Hm.
Bernhard, du kannst mich ja einfach unterbrechen. Ich würde schon mal starten. Und sofern du dazukommst oder wieder neu im Chat bist, kannst du dich ja dann oder kannst du es einfach wieder übernehmen. Ich teile wieder den Bildschirm. Hallo? Hallo Bernhard. Hallo, sorry, ich bin jetzt just rausgeflogen. Tut mir leid, es sind kein Problem. Leider einzelne technische Probleme, aber jetzt wird es hoffentlich funktionieren. Ich muss nur noch kurz den Bildschirm teilen. Eine Sekunde. Genau. Okay, so ich hoffe, es sehen jetzt alle. Klappt, ja. Genau. Ja, schönen Abend nochmal von meiner Seite. Tut mir leid für die kleinen technischen Probleme. Wie mein Vorredner schon gesagt hat, wie dieser ganze Energieaspekt jetzt in der Planung berücksichtigt werden soll, ist mittels simulationsgestützter Methoden. Und das war eben mein Teil in dem Projekt. Und die Grundidee ist hierbei, dass wir Simulationsmodelle verwenden, die mittels dynamischer Simulation Vorhersagen erlauben, wie sich verschiedene Planungsszenarien, zum Beispiel unterschiedliche Produktionspläne oder dergleichen, auswirken, zum Beispiel hinsichtlich Gesamtenergiebedarf. Aber solche Simulationsmodelle erlauben dann auch zum Beispiel Energiespitzen zu identifizieren. Wir bekommen auch produktionsrelevante Rückmeldedaten, zum Beispiel Durchlaufzeiten oder dergleichen. Und mit all diesen berechneten Daten dann gemeinsam lassen sich dann verschiedene Planungsszenarien vergleichen und auch bewerten. Und hier arbeitet dann die Simulation mit dem Optimierungsverfahren in einem iterativen Zusammenspiel, wo dann die Optimierung immer wieder verschiedene Planungsszenarien, zum Beispiel unterschiedliche Produktionspläne, ausprobieren kann, die Auswirkungen dann beurteilen kann und so zum Optimum finden kann. Und wie auch schon erwähnt worden ist, wollen wir hier nicht nur die Produktion selber betrachten, sondern auch die ganze Produktionsperipherie bis hin zur Energieversorgung innerhalb eines Unternehmens, weil das in der Regel auch energetisch relevante Aspekte sind. Das heißt jetzt rein, sich nur auf die Produktion zu befassen, wäre zu kurz gegriffen. Und wir wollen eben nicht nur die Produktion und die Peripherie betrachten, sondern auch das dynamische Zusammenspiel dieser beiden Domänen und so eine integrierte Betrachtung oder genauer eine integrierte Simulation von den Materialflüssen auf der einen Seite, die sich in der Produktion finden, aber auch den ganzen Energieflüssen, angefangen eben von der Energieversorgung, Energieumwandlung bis hin zur Energiebereitstellung für die Produktion. Das alles wollen wir mit betrachten, mit ihren dynamischen Abhängigkeiten, die mitunter sehr komplex werden können. Man stelle sich vor, zum Beispiel, man hat einen Härteofen in der Produktion. Wenn dieser Härteofen jetzt länger bzw. weniger lang braucht zum Aufheizen, dann kann das mitunter einen Einfluss haben auf den Produktionsdurchlauf. Beziehungsweise auf der anderen Seite, so ein Härteofen produziert relativ viel Abwärme, die in der Regel abgestrahlt wird in das Gebäude, in die Umgebung und dort seinerseits wieder dann Einfluss hat auf den Heiz- bzw. Kühlbedarf im Gebäude. Und da können schon ganz beträchtliche Energiemengen zusammenkommen. Und das alles muss man, wie gesagt, idealerweise integriert betrachten, um hier verlässliche Aussagen hinsichtlich Gesamtenergiebedarf treffen zu können. Was ist jetzt die Herausforderung hierbei aus Sicht der Simulation? Die Herausforderung ist eben hier diese integrierte Betonung auf integrierte Betrachtung von Material- und Energieflüssen. Das heißt, auf der einen Seite gibt es Energieflüsse, sowas wird traditionell über kontinuierliche Simulationsmethoden beschrieben, sprich Differentialgleichungen. Da gibt es eine ganze Reihe von etablierten Tools auch, mit denen man da arbeiten kann.
Und auf der anderen Seite gibt es eben Produktströme, die in der Regel klassisch über diskrete, ereignisgesteuerte Simulationstools abgebildet werden. Da gibt es zum Beispiel Plant Simulation, ist relativ verbreitet im Produktionsbereich. Das ist so klassisch Discrete Event Simulation. Aber hier, wir wollen eben, wie gesagt, hier eine integrierte Betrachtung von diesen beiden Simulationsdomänen, die traditionell historisch bedingt immer sehr getrennt betrachtet worden sind. Wir wollen sie hier aber zusammenführen und dazu sind eben Methoden für sogenannte hybride, diskret kontinuierliche Simulation dann notwendig. Als Beispiel wurde schon erwähnt, eben ein Ofen, das kann zum Beispiel ein Härteofen sein für Stahl. Werkstücke oder zum Beispiel auch ein Backofen in einer Bäckerei. So ein Ofen hat einerseits eben eine diskrete Dynamik, wo es darum geht, eben Produkte kommen rein, verbringen eine gewisse Zeit dann in dem Ofen und gehen dann wieder raus. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine kontinuierliche Dynamik. Das ist alles, was mit dem Energiefluss zu tun hat, weil so ein Ofen nimmt in der Regel Energie auf und ein Teil geht in das Werkstück und der Rest geht dann über Abwärme in der Regel eben an die Umgebung, wird das wieder abgestrahlt. Und wenn man sich hier anschaut, haben wir eben dann auf der einen Seite Schnittstellen für diskrete Ströme, dann haben wir Schnittstellen für die kontinuierlichen Ströme und das Ganze wird dann nochmal ergänzt durch Schnittstellen für Informationsströme, weil so eine Komponente braucht auch immer natürlich Informationen von anderen Komponenten und so interagieren die auch miteinander. Und all das wollen wir in einer gemeinsamen, in den gemeinsamen Grenzen kapseln und all das resultiert dann in ein Konzept, das wir Cubes getauft haben. Also Cubes sind ein High-Level-Konzept für eine komponentenbasierte Modellierung. Warum High-Level? Weil wir hier mit diesem Konzept sowohl eben die Produktion, aber auch eben andere Domänen, vorrangig in Logistik, Energiesystem, die ganze TGA, die technische Gebäudeausrüstung, bis hin zur thermischen Gebäudesimulation mit abbilden und mit erfassen wollen. All das gekapselt in diesem einheitlichen Konzept. Und eben dieses Ofenbeispiel, was ich schon gebracht habe, findet sich eben dann wieder als eine Komponente dann in einem größeren Kontext zusammen mit anderen Komponenten. Und so hat man dann einen komponentenbasierten Ansatz, indem diese Komponenten dann verschaltet werden untereinander, um so dann ein größeres Modell, die Gesamtproduktion dann und die Peripherie abzubilden. Genau, also basierend auf diesem Ansatz haben wir dann verschiedene Modelle umgesetzt und eben dieser komponentenbasierte Zugang erlaubt es eben, wiederverwendbare Komponenten zu entwickeln, die dann in einer Bibliothek gesammelt sind und dann immer wieder verwendet werden können, um neue Applikationsmodelle damit zu erstellen, indem diese Cube-Klassen dann immer wieder instanziert, miteinander verschalten und konfiguriert werden können. Konfigurieren bezieht sich hier vorrangig auf die Parametrisierung. Diese Cube-Modelle haben natürlich gewisse Parameter, die dann idealerweise basierend auf Messdaten dann parametrisiert werden. Basieren eben auf Messdaten, damit sie auch möglichst real dann das Verhalten des realen Systems dann abbilden können. Und wenn man jetzt zurückgeht wieder eben auf was das Ziel von Aspect war, nämlich diese integrierte Kurz- und Langfristplanung, da haben wir eben dann nicht nur eine Planungsdomäne, sondern eine zweite Planungsebene noch. Und da müssen wir jetzt einen Schritt weiter noch gehen. Wenn man hier Simulationsmodelle wieder einsetzen will, stellen sich auf diesen beiden Planungsebenen sehr unterschiedliche Anforderungen an die Simulation. Das sind eben auf der einen Seite für die Kurzfristplanung verwenden wir dann hybride Simulationen, weil die eben genauere Ergebnisse erlauben. Durch diese integrierte Betrachtung von Material- und Energieströmen ergeben sich dann also genauere Ergebnisse, vor allem hinsichtlich energetischer Bewertung.
Allerdings, wenn man auf die Langfristplanung dann schaut, wo es darum geht, längere Planungszeiträume zu betrachten, mehrere Monate bis hin zum ganzen Jahr zum Beispiel, da sind derartige hybride Simulationen dann zu wenig performant. Die würden dann zu lange Rechenzeiten brauchen. Und hier ist es dann notwendig, vereinfachte Simulationen dann zu verwenden, die weniger Rechenzeit brauchen. Das heißt, man landet dann dabei, dass man eigentlich zweimal modellieren müsste, einmal ein hybrides Modell und einmal ein vereinfachtes Modell, was allerdings in der Praxis nicht wirklich praxistauglich sein wird, weil dieser doppelte Aufwand vermutlich den Nutzen dann nicht wirklich rechtfertigen kann. Man kann dem hier Abhilfe schaffen, indem man eine gemeinsame Modellbeschreibung verwendet, mit Hilfe derer eine abstrakte Spezifikation der Produktion erstellt wird und für die dann nicht nur eins, sondern zwei lauffähige Simulationsmodelle dann abgeleitet werden können. Und der Ansatz, den wir hier gewählt haben, basiert eben auf der sogenannten Model-Driven Engineering Methode, wo eben, wie gesagt, eine abstrakte Spezifikation, ein sogenanntes Platform-Independent Model spezifiziert und formalisiert wird. Das muss hier stärker formalisiert werden, um nachher auch basierend darauf idealerweise über automatisierte Transformationsprozesse dann die Ableitung von plattformspezifischen Implementierungen dann zu erlauben, eben von nicht nur einer, sondern von idealerweise verschiedenen Implementierungen. Und im Rahmen dieser Transformation wird dann die abstrakte Spezifikation nochmal angereichert, um spezifische Details. Und eben im Rahmen dieses Model-Driven Engineering wird da... Die Zeit achten, bitte. Ja, ich bin eh schon auf der letzten Folie. Also im Rahmen dieses Model-Driven Engineering wird dann eben ein Metamodell spezifiziert, das dann instanziert werden kann für plattformunabhängige Spezifikationen. Und aus denen kann dann für... im Rahmen von Model-to-Model und Model-to-Text-Transformationen dann ausführbarer Simulationscode dann erzeugt werden. Genau, und wie gesagt, der Mehrwert ist eben eine einfachere domänenspezifische Modellierung von hybriden, diskret kontinuierlichen Komponentenmodellen, mit Hilfe von denen dann integrierte dynamische Simulationen dann ausgeführt werden können, die dann der Kurz- und Langfristplanung dann helfen, energetische Bewertungen durchzuführen. Genau. Und wie man das Ganze dann in die Realität überträgt, dazu gebe ich jetzt wieder zurück an den Herrn Sobotka. Perfekt. Vielen Dank, Bernhard. Manchmal, wenn man das zweite Mal wieder auf Folien zurückkommen will, lässt einen Teams nicht, aber ich glaube, jetzt geht es um den ganzen Screenshot. Bernhard, sieht man jetzt wieder alles? Klappt. Ja, so. Ich sehe es. Perfekt, super, auch in der richtigen Ansicht. Super, vielen Dank, Bernhard. Was wir jetzt gesehen haben, ist, dass wir mit dieser neuen Simulation es schaffen, sowohl das energetische Verhalten von einem Produktionssystem, also einer Fabrik oder Teilen einer Fabrik, gut darzustellen und das gleichzeitig mit dem Produktionsverhalten. Das heißt, wie geht Produktion weiter, wie läuft es ab? Und das ist normalerweise getrennt und wir können es jetzt zusammen betrachten und das auch auf Bausteinebene. Das heißt, wir können Modellbibliotheken anlegen und die immer wachsen lassen und große Modelle daraus basteln und damit ihre Fertigung einfach abbilden. Diese energetische Simulation macht man natürlich nur da, wo man dieses Detail braucht. Ansonsten bleibt man auf dem Fertigungsverhalten. Was wir uns jetzt anschauen wollen, ist, wie wirkt das mit der realen Produktion zusammen? Oft sehen wir die Produktion verbunden mit ihrer Produktionsplanungs-IT. Das wäre zum Beispiel ein Enterprise Resource Planning, ERP, oder MES-System, Manufacturing Execution System. Das ist quasi, das sind diese Programme, die die Produktion planen und die Ressourcenplanung ausführen. Und die stellen die Input-Daten für unseren Ansatz, für unser Tool. Es kommen weitere Daten hinzu. Es ist ja heute der Datentag. Die Datenveranstaltung, es kommen Wetterdaten, zum Beispiel oder Außentemperaturen. Es kommen Marktdaten, zum Beispiel aus den Energiemärkten, Strompreise, aktuelle, rein. Und die werden auch
in die Inputdaten mit aufgenommen. Und dann gehen wir in unser großes Planungstool, das wir entwickeln, optimieren und am Ende kommt der optimierte Plan zurück, geht wieder in die Planungs-IT und wird dann in der Produktion umgesetzt, sodass eben kein akademisches Ergebnis dabei rauskommt. Langfristig ist es durchaus denkbar und dafür haben wir die Implementierungspartner dabei. Sie hören nachher den Vortrag von Herrn Klug von Automation X, dieses Planungstool oder diese Planungslogik auch in das MES mit reinzugeben. Der Übersichtlichkeit haben wir es hier mal kommunizierend dargestellt noch. Die Simulation bildet das jetzt ab und sie kommuniziert, aber wie entsteht jetzt die optimale Planung? Jetzt schauen wir mal rein unter die Haube, wenn Sie so wollen. Und Sie sehen, die Inputdaten kommen rein und man erstellt eine erste Planungslösung. Das ist in der Regel einfach eine naive Lösung, also keine besonders gute Lösung. Und Lösung heißt in diesem Fall zum Beispiel die Reihenfolge, in welcher Reihenfolge werden die Produkte gefertigt, wann werden sie gefertigt, wann werden Aggregate zu- und abgeschaltet. Und das spielt man in die Simulation rein, in unsere hybride Simulation, die Sie jetzt gesehen haben. Diese Simulation gibt das Feedback zurück an die Optimierung. Wie gut war jetzt dieser Plan? War das schon ein gutes Ergebnis und in welcher Hinsicht? Und mit diesem Feedback fängt die Optimierung etwas an. Die sehen Sie ganz rechts. Die bewertet anhand einer Zielfunktion, wie gut das jetzt war. Und darauf wird eine neue Lösung, also ein nächster Versuch einer Lösung erstellt. Zum Beispiel wird die Reihenfolge von Aufträgen variiert oder Stellgrößen, die Sie jetzt auf dem nächsten Slide noch sehen. Das geht wieder als Stellgrößen ein, man simuliert es durch und dieser Loop läuft ein paar Mal. Also das heißt, immer wieder wird eine neue Planungslösung automatisiert erstellt, bewertet und auf dem Feedback der Simulation basierend dann eine neue erstellt. Das läuft so lange, bis man eine gute Lösung gefunden hat. Und dieser optimierte Plan geht dann zurück in die Produktion. Zielfunktion ist, wenn Sie mit Optimierung schon zu tun hatten, kennen Sie das lange. Ansonsten gehen wir es kurz durch. Man kann zum Beispiel multikriteriell optimieren, das heißt in dieser Zielfunktion, also in diesem Bestandteil, mit dem die Optimierung ihr Planungsergebnis bewertet, kann man zum Beispiel die Leistung eines Systems bewerten. Man kann die Kosten an bestimmten Systembestandteilen bewerten. Man kann Werte wie zum Beispiel Lieferdauer, Durchlaufzeit, also Zeitkriterien bewerten. Wir können Qualitätskriterien bewerten. Wir können CO2-Ausstoß, Energieausstoß, Energiekosten. Das sind nur Beispiele, die wir Ihnen hier nennen. Aber so ähnlich sehen diese Zielfunktionen aus. Und diese Regleranalogie, also dieses Mischpult, das Sie da unten sehen, das zeigt Ihnen, dass das Management oder das Unternehmen einfach variieren kann, wie sie diese Dinge zueinander gewichten, wie wichtig sind die Dinge. Und jetzt sehen wir uns mal an, das klingt vielleicht auch immer abstrakt und jetzt gehen wir mal rein, wie kann sowas ausschauen? Also einfach heruntergebrochen, zum Beispiel eine Auftragssequenz wird verändert. Auftragssequenz heißt eigentlich nur die Reihenfolge, in der Produkte gefertigt werden. Sie sehen hier verschiedene Gussteile, die können unterschiedliche Energieintensität haben, unterschiedliche Eigenschaften, wie sie auf den Wärmebehandlungsöfen agieren oder in den Gießereien. Und eine andere Sequenz wäre diese, gleiche Teile oder gleiches Programm, andere Reihenfolge, andere Sequenz ist das eine. Und das andere wäre zum Beispiel terminieren. Und terminieren heißt einfach nur zum Beispiel im Zeitverlauf verschieben. Das heißt, wann beginnen Sie ein bestimmtes Produkt und wann beginnen Sie ein anderes zu fertigen. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel im Zeitverlauf des Tages, wenn Sie sich wieder an diese Energiepreise erinnern, zum Beispiel über die Verfügbarkeit von Strom, erneuerbare Energiequellen zum Beispiel, verändert sich der Strompreis über den Tag. Und die Idee ist, zum Beispiel über Micro-Adjustments in der Planung, über Terminierung zum Beispiel, besonders energieintensive Aufträge in besonders energiegünstige Phasen zu legen, wo also auch viel Energie verfügbar ist aus guten Energiequellen. Das ist sehr vereinfacht, aber in der Kürze der Zeit müssen wir mit der Vereinfachung leben. Die Steuerung und der Produktionsanlagen und der Gebäudeausstattung ist ein weiterer Punkt. Zum Beispiel einfachster Fall An- und Ausschaltzeitpunkte von Wärmebehandlungsöfen oder auch das Regeln, zum Beispiel das Setzen von Regeltemperaturen, von Speichertemperaturen. All das sind mögliche Stelleingriffe, mit denen diese Optimierung, die Sie vorher gesehen haben, probieren kann, den Plan zu verbessern und das dann mit Hilfe der Simulation zu bewerten. Und das war jetzt Optimierung allgemein und um diesen Aspekt der Energieplanung noch mal genauer anzuschauen, übergebe ich jetzt an den Experten, der da am besten Bescheid weiß, Dominik Seelinger vom IIT. Danke. Ja, guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Auch ich möchte mich noch kurz vorstellen. Mein Name ist eben Dominik Seelinger und
Ich bin Projektassistent und Assistent am Institut für Energietechnik und Thermodynamik der TU Wien. Und ich möchte Ihnen jetzt kurz erklären, wie man die Energieplanung nutzen kann, um am Energiemarkt im Endeffekt zu agieren und was da genau für ein Potenzial eigentlich dahinter steckt. Grundsätzlich, wie ist der Energiemarkt aufgebaut? Es gibt hier eben genauso wie bei unserer Planung zwei Zeithorizonte. Das eine ist eben der langfristige Handel, der auf der einen Seite mit Futures passiert, die an der Börse gehandelt werden, also wo man dann wirklich an die Börse geht und dort den freien Markt hat, oder eben direkte Over-the-Counter-Verträge, wo one-on-one ein Vertrag abgeschlossen wird. Auf der anderen Seite gibt es den kurzfristigen Handel, eben die Spotmärkte, wo jeden Tag wird für den nächsten Tag der Strom gehandelt in physikalischer Form. Das heißt, hier deckt man sich im Endeffekt für den nächsten Tag mit Strom ein. Und falls es dann zu Verschiebungen kommt, kann man immer noch am Intraday-Markt dann auch entsprechend sich noch mitigieren. Und dann gibt es zusätzlich noch die Regel- und Ausgleichsenergiemärkte. Die sind für Industriekunden jetzt weniger relevant, weil die wirklich nur dazu dienen, das Netz stabil zu halten und eben eine eigene Form von Verfügbarkeit haben müssen. Also wenn man sich das Ganze dann übermäßig anschaut, eben an der Börse ist dann vor allem langfristig in der Terminmarkt relevant, weil hier kann man sich dann den Preis absichern und am Spotmarkt wird man sich dann physikalisch wirklich mit Strom eindecken. Und im Vergleich zu anderen Ressourcenmärkten gibt es jetzt die Unterschiede, dass wir halt hier leitungsgebunden sind. Das heißt, man braucht entsprechend ein Netz und man muss auch die Netzkosten dafür bereitstellen. Und genauso wenig oder selten kann man wirklich auch Strom speichern bei sich. Dementsprechend ist die Lagerung schwierig. Wie kann man jetzt an der EEX Handel betreiben? Also es handelt sich hier eben um die European Energy Exchange. Das heißt, hier wird wie an einer normalen Börse wird hier Strom gehandelt und das passiert aber rein kaufmännisch. Also hier wird nur ein Strompreis gehandelt, der dann vom Verkäufer garantiert wird von einem Future jetzt. Und es hat auch dieselben Voraussetzungen wie an einer Börse. Das heißt, man muss ein gewisses Kapital mitbringen und entsprechend auch die Zulassungsprozeduren absolvieren. Und dann kann man eben die Pakete, die dort gehandelt werden und entsprechend standardisiert sind, handeln. Das sind jetzt zwei Haupttypen, zum einen Baseload und dann zum anderen Peakload. Das ist je nach Verfügbarkeit. Die Baseload ist halt kontinuierlich im Jahr oder im Monat oder Quartal, je nachdem, in welcher Periode da gehandelt wird. Ist es eine Baseload eben, also für jede Stunde ein Megawatt zum Beispiel. Und die Peakload ist dann eben so, dass sie nur an Werktagen von 8 bis 20 Uhr verfügbar ist. Und je nachdem, was für einen Prozess man jetzt hat, ob man nur an Werktagen wirklich untertags energietechnisch aufwendig arbeitet oder halt eben durchgehend 24 Stunden, 7 Tage die Woche Strom braucht, kauft man sich das eine oder das andere. Grundsätzlich treten dann eben auch hier Kosten und Gebühren auf, wie an jeder Börse. Also man muss eben Teilnahmegebühren, Handelsgebühren und Clearinggebühren zahlen. Das heißt, für jedes Paket, das gehandelt wird, muss dann eben auch abgerechnet werden, wie dann der reale Strompreis ausgesehen hat. Dementsprechend hat man auch ein Risiko, weil an der Börse wird eben der Strompreis gehandelt. Und wenn jetzt der reale Strompreis niedriger ist, heißt es dann, dass man trotzdem auf den Strompreis aufzahlen muss. Das heißt, wenn man sich dann den Strom kauft und das Ganze abgedeckt hat durch ein Future, dann ist, auch wenn der reale Strompreis niedriger ist, muss man die Differenz aufzahlen an dem Verkäufer des Futures. Und genauso, wenn man dann Abweichungen hat im Stromverbrauch und das vorher nicht entsprechend einberechnet hat, dann kann es auch zu diversen Kosten kommen, die man vorher nicht geplant hat. Wie kann man das jetzt genau verbinden, wenn man jetzt den lang- und den kurzfristigen Energiemarkt betrachtet? Die Langfristplanung passt eben gut mit dem Future-Handel zusammen, da man hier die Pakete, die man sich jetzt kauft für Base- und Peakload, entsprechend festlegen kann. Und das gilt prinzipiell, je früher man diese Langfristplanung macht, desto besser. Also der Periodenzeitraum, man kann es monatsweise machen, quartalsweise oder jahresweise. Und je nachdem kann man mal jahresweise sich zum Beispiel eindecken auch und dann kann man monatsweise noch nachrechnen, ob das dann auch wirklich passt von der Ausleistung her. Und es ist im Endeffekt auch nur eine Preisabsicherung. Wirklich physikalisch eingekauft werden muss der Strom dann trotzdem kurzfristig im
eben mit dem Day-Ahead-Markt. Und hier kann man dann eben mit der Simulation hergehen und sagen, okay, passt, ich weiß meinen Energieverbrauch für den nächsten Tag und kann dementsprechend auch wirklich am Strommarkt einkaufen gehen. Umgekehrt kann man das natürlich auch wieder reinfüttern in die Planung, wie schon gesagt, dass man auch entsprechend weiß, wenn man energieintensive Prozesse hat, dass man die zum Beispiel in die Nacht legt, weil dort bekanntlich Strom auch günstiger ist. Produktionsplan gibt eben die Bedarfskurve vor und genau am Intraday-Markt, wenn dann irgendwelche Verschiebungen in der Produktion auftreten aufgrund von irgendwelchen unvorhergesehenen Umständen, kann das dann trotzdem noch abgefedert werden. Wie kann man jetzt ein Portfolio-Management gestalten, wenn man jetzt sich eben mit Futures eindecken will? Nun, grundsätzlich geht es eben darum, die Strompreisschwankungen abzuschwächen und das heißt, wir wollen auch einen bestmöglichen Fit zwischen unserem Stromverbrauch und dem Einkauf finden. Das heißt, wenn wir jetzt diese Base- und Peak-Load-Pakete haben, sollen die möglichst genau unseren Verbrauch abdecken. Und wir führen dazu eben eine Kenngröße ein, die im Endeffekt den Verbrauch, also wenn wir jetzt eben da so eine Sinuskurve haben im Verbrauch, die über die Tage immer ein bisschen, wenn der Verbrauch über die Tage immer ein bisschen schwankt, der wird eben verglichen dann mit diesen Paketen. Und hierbei bildet sich eben eine gewisse Differenzfläche aus. Das ist halt eben auf der einen Seite der Exzess-Einkauf, wenn ich zu viel eingekauft habe mit meinen Paketen oder wenn ich ja noch einen Restbedarf habe. Und das setzt dann in ein Verhältnis. Und je nachdem, wie viele Pakete ich mir kaufe, kommt mir da halt eben ein anderer Wert raus. Aber der bestmögliche Wert ist im Endeffekt, wenn diese Fläche möglichst klein ist, also wenn ich da den kleinstmöglichen Wert habe. Und das kann ich dann im Endeffekt auch leicht auftragen in einer einfachen Grafik und dann sehe ich hier auch klar, was dann zum Beispiel mein bestmöglicher Wert ist. Das ist jetzt hier abgebildet anhand einem historischen Beispiel von einem unserer Industriepartner und genau, man kann es aber auch dann noch unterschiedlich wichten, je nachdem, ob einem jetzt zum Beispiel wichtiger ist, dass ich keinen Restbedarf habe oder dass ich keinen Exzess-Einkauf betreibe und dementsprechend das Ganze verschieben. Wenn wir uns das Ganze mit wirklichen Kosten anschauen für ein historisches Lastprofil, dann haben wir hier in dem Profil einen Halbjahresverbrauch gehabt von ungefähr 5,8 Gigawattstunden und mit einem Flatrate-Tarif, der derzeit verwendet wird, kommt man damit auf ungefähr 500.000 Kosten. Wenn man sich jetzt aber ohne Futures rein am physikalischen Strommarkt da perfekt quasi eingedeckt hätte, dann hätte man schon einiges an Strom sparen können und wäre auf 230.000 Euro im selben Vergleichszeitraum gekommen. Jetzt hier schon die Teilnahmekosten an der Börse mit eingerechnet. Grundsätzlich können auch Sekundärkosten auftreten, wie Personal, das dann notwendig wird, um sich darum zu kümmern und so weiter und so fort. Aber rein der Strompreis ist wirklich um den Betrag billiger geworden. Wenn man sich jetzt noch mit Futures zusätzlich abdeckt, dann kommt man immerhin auf 470.000, hat also auch eine gewisse Einsparung, ist aber noch nicht genauso attraktiv wie rein am Day-Ahead-Markt. Dafür aber auch weniger risikolastig, weil man eben auch nicht mehr die Schwankungen im Strompreis mitgehen muss, de facto. Wenn wir das zusammenfassen, ist also die Kurz- und Langfristplanung eine Möglichkeit, um den Energieverbrauch abzuleiten und so wirklich an eine Teilnahme am Day-Ahead-Markt möglich zu machen und dementsprechend ein großes Einsparungspotenzial. Jedoch ist eben auch ein größeres Risiko aufgrund von Preisschwankungen im Strompreis entsprechend enthalten. Das muss man sich dann eben auch bewusst machen. Wenn man Futures dann einsetzt, um dieses Risiko zu mitigieren, ist das Einsparungspotenzial geringer. Aber das ist halt auch dahin gegründet, dass das für große Zeitspannen ein Tool ist, um den Preis abzusichern und von der Paketgröße her auch vor allem noch für Großkunden gedacht ist. Aber auch Klein- und Mittelbetriebe können sich da schon zusammenschließen. Da gibt es schon Anbieter, die das mehr oder weniger bündeln und damit dann wirklich an die Börse gehen, um das auch dort zu handeln. Soweit von meiner Seite. Ich darf jetzt wieder übergeben an den Kollegen Felix Kammhuber, der jetzt in die Praxis geht. Hallo und guten Abend. Ja, Felix Kammhuber, mein Name. Ich darf es jetzt in dieser Kurzsession durch zwei Use Cases begleiten, die wir entwickelt und umgesetzt haben im Rahmen von Aspect. Teil 1 beschäftigt sich mit einer Lebensmittelproduktion, also
in dem Fall. Hier haben wir die Ausgangssituation. Also ursprünglich wollten wir, sage ich mal, die Fabrikplanung unter Berücksichtigung von Absatzschwankungen in diesem Fallbeispiel eben planen. Also in dieser Branche, in der Lebensmittelbranche, gibt es eben Saisonalität. Sie ist sehr stark aktionsgetrieben. Man muss sich vorstellen, viele Produkte, gibt es auch Limited Editions, werden nur über Aktionen vertrieben. Also Saisonalität hat einen sehr hohen Anteil, gerade Sommer, Winter, Weihnachtseffekt, Ostergeschäft etc. Und das führt zu diesem Bullwhip-Effekt. Und der führt natürlich zu sehr hohen Auslastungsschwankungen in der Produktion. Jetzt ist die erste Frage, wie kann man diesen Auslastungsschwankungen entgegenwirken? Klar, man kann die Absatzprognose optimieren. Ja, aber da sind die Hebelwirkungen begrenzt, weil natürlich die Absatzprognosen mit diesen Aktion- und Saison-Effekten einfach bedingt sind. Das heißt, man kriegt die hier nicht weg. Das heißt, man muss sich in der Produktion mal anschauen, wo ist mein größter Engpass, über den ich drüber muss. Wenn man sich jetzt hier anschaut, in der Abbildung haben wir hier einen Produktionsschritt identifiziert. Das ist quasi der Stellhebel für die Optimierung, also quasi der Bottleneck. Die Produktionsglättung, die Ausführung, erfordert nun, dass wir einen Produktionsprozess variabel gestalten können, das heißt variabilisieren, und zwar hinsichtlich seiner Durchlaufzeit und natürlich um Punkte Durchsatz. Idealerweise sieht die Produktionsleitungsmethode vor, dass das für möglichst viele Produkte funktioniert und für möglichst viele Prozesse. Natürlich ist es kostengünstiger, sich hier auf einen Prozess zu beschränken, der für möglichst viele Produkte gilt. Da gilt es eben abzuwägen. Wir haben uns auf einen Prozess bezogen, auf Produktionsschritt. Hier in der Abbildung ist es Produktionsschritt 6, den wir ausgedehnt haben. Und den Bottleneck, das ist Produktionsschritt 1. Ziel dabei, Lastspitzen reduzieren. Wobei das Grundprinzip in der nächsten Folie dargestellt wird. Im Wesentlichen geht es darum, dass wir Mengen oder Produktionsmengen aus hoch ausgelasteten Perioden vorverschieben in Perioden mit weniger Auslastung. Wie schaut das also im Detail aus? Wir haben hier links oben die Ausgangssituation dargestellt. Der grüne Bereich stellt das ideale Produktionslevel dar. Wie man sieht, sind wir nicht immer in diesem idealen Produktionsband. Kapazitiv, das heißt, wir haben mal Spitzen, die über diesen idealen Produktionsniveau hinausgehen. Die Ausgangslösung heißt, die optimierte Lösung muss also innerhalb dieses grünen Bands liegen. Das tut sie nicht. So, wie sind wir also vorgegangen? Wie schon erwähnt, wir haben hier quasi simulationsgestützt optimiert, Pudelskern, also den Kern der Methodik, der Produktionsleitungsmethode, sehen Sie hier auch dargestellt. Wir haben eben Mengen, sowohl Aktions- als auch Kurantmengen, haben wir in weniger ausgelastete Perioden vorverschoben. Wir haben aber, wenn das nicht möglich ist, diesen kapazitiven Lastmittelwert angehoben, arithmetisch, das heißt auch dynamisch, also auch auf den Zeitraum, auf die Saison bezogen. Also der Lastmittelwert ist nicht statisch, der ist dynamisch, genauso wie dieses grüne Band in der Ausgangssituation. Das heißt angehoben und entsprechend eben nivelliert auf den Lastmittelwert in diesem Zeitraum. Idealerweise sind das in unserem Use Case sind das so 12 Perioden. Gut, wir haben Nebenbedingungen berücksichtigt, Grenzen von Lager, Technologie, Mitarbeitern etc. Und sind letztendlich über diese Methodik simulationsgestützt. Das heißt, wir haben sämtliche Kapazitäten, die Sie in der vorigen Folie gesehen haben, also die Kapazitätsauslastung simuliert, integriert, aber rein diskrete Simulation. Energie haben wir impliziert mit optimiert, verbessert. Sind wir dann auf eine geglättete Produktion gekommen mit den Ergebnissen 30-40% Lastspitzenreduktion, einen ca. 20% reduzierten Investitions- und Lagerplatzbedarf in diesen Kernprozessschritten und minimierten operativen Kosten. Warum? Naja, wir haben ein nachhaltiges Investment, das heißt, wir können erstens die Anlagen besser nutzen, länger nutzen, verlangsamen auch den Aufbau von zukünftigen Belastungsspitzen und wir haben eine bessere Personaleinsatzplanung, weil wir weniger Überstunden in der Schichtplanung haben und berücksichtigen müssen. Das wäre mal der erste Use Case gewesen. Teil 2 haben wir uns eine Gießerei angeschaut, und zwar mittels
wie vom Kollegen Heinzel vorgestellt, hybride Simulation. Der Use Case, quasi Maschinenfabrik Lietzen, haben wir uns eingeschränkt auf die Betrachtung der Wärmebehandlungsöfen. Man sieht hier auch hier in der Abbildung, wir haben hier vor diesen 5 Öfen also Warteschlangen, FIFO-Schlangen. Jede dieser Schlangen kann aber nur von einem Kran, also ein Kran kann jeweils zu einer Zeit immer nur ein Los in den Ofen geben. Das heißt, der Kran ist auch eine einschränkende Ressource. Die Öfen werden parallel betrieben mit einer Abkühlstation, Luft, Wasser oder Öl. Wir haben FIFO-Lagerplatz, wir haben einen Kran und wir haben eben, das ist jetzt die Komplexität, wir haben 9 verschiedene Wärmebehandlungsarten, die in 150 verschiedenen Wärmebehandlungsprogrammen resultieren. Die Optimierung besteht aus 3 Schritten. Einerseits haben wir Aufträge mal zu Batches, zu Ofen-Batches zusammengefasst. Die haben wir im Nachgang nicht mehr verändert. Das heißt, diese Batches bleiben dann in den nächsten Optimierungsphasen gleich. Wir haben diese Batches regelbasiert optimiert in einer kurzen Phase, sehr effizient, und anschließend mit dem genetischen Algorithmus eine Reihenfolgeoptimierung durchgeführt. Man sieht jetzt 2 große Ergebnisse. Das eine ist mal der Zielfunktionsverlauf. Schon nach wenigen 1000 Bewertungen oder sagen wir mal nach 10.000, 20.000 Bewertungen ist eigentlich die Optimierung erschöpft. Wir haben betrachtet Verspätung, Lagerhaltung in einer Funktion, Energiekosten in einer zweiten Funktion. Energiekosten splitten sich in die Betrachtung von natürlich Öl, Elektrizität auf Gas. Also Öl und Gas und Elektrizität haben wir gesplittet betrachtet. Und Teil 3 der Zielfunktion war die Auslastungsoptimierung der Öfen, aller 5 Öfen. Also auch dieses Kriterium splittet sich in 5 Öfen auf. So, was haben wir gesehen? Ich blende es kurz ein. Wir haben eine 10-15%ige Verbesserung der manuellen Planung in Bezug auf den Zielfunktionswert. Wir haben 5-10% Verbesserung der Energiekosten, 10-15% Verbesserung der Ofenauslastung. Und wir können uns an die Energiepreisfluktuation anpassen, das haben wir auch getestet, im Projekt. Hier ist ca. 10% Potenzial durch die Teilnahme auf dem Strommarkt möglich. Bei Gas ist es leider weniger, jetzt sind es 5%. Teil 2, Glättung. Hier sieht man noch ganz kurz den Auslastungsverlauf der Wärmebehandlungsöfen in unseren, sage ich mal, 2-wöchigen Ausschnitt dargestellt. Man sieht, wir haben die Auslastung aller Öfen signifikant verbessert, geglättet. Das führt auch noch zu einer Durchlaufzeitverkürzung, ist aber nicht relevant, weil diese Durchlaufzeitverkürzung ja schon durch die Minimierung der Penalen abgefangen worden ist. Das wäre es auch schon von meiner Seite. Damit gebe ich weiter. Vielen Dank, Felix. Ein paar Fortschritt durch ein ziemlich großes Thema. Wir hoffen, Ihnen ein bisschen gezeigt haben zu können, was die Methode so kann, diese hybride Simulation, was die so besonders macht und was die dann ermöglicht. Und anhand der 2 Use Cases, einmal Lebensmittelindustrie, eher langfristige Planung und in der kurzfristigen PPS-Planung in der Gießerei, und ein bisschen die beiden Stärken der Methode zeigen. Was bringt das jetzt in der Praxis? Das eine, wir sehen dieses große Einsparungspotenzial. Wir sehen in Use Cases von Szenario zu Szenario 20-30% Gesamtoptimierungspotenzial. Da sind alle Kostenbestandteile dabei. Also alle, die wir gemeinsam mit der Firma gefunden haben. Das sind Auslastungen, das sind Maschinenstunden und das sind Lagerkosten oder Penalen für eben dann nicht verzögerte Lieferungen. Und es sind diese Energiekosten, das ist alles dabei, aber auch ein erheblicher Einsparungsanteil. Und dieses Potenzial ist groß, auch im Zuge der Energiewende, denn wenn Sie sich jetzt vorstellen, ein Unternehmen, das seinen Energiebedarf simulationsunterstützt, sehr genau vorhersagen kann, sehr genau planen kann, das verhält sich natürlich in so einem Gesamtsystem der Energiebereitstellung und des Verbrauchs oder der Umwandlung in der Industrie sehr viel effizienter und sorgt dafür, dass das Gesamtsystem effizient läuft.
Allerdings gibt es Herausforderungen. Es gibt die Datenanforderung. Wir haben das Thema Daten. Die Datenverfügbarkeit ist ein Thema. Industrie 4.0 ist schon in aller Munde, aber noch in wenigen Unternehmen so weit, wie sich das natürlich auch die Unternehmen wünschen würden. Und deswegen ist Simulation und Optimierung immer eine datenhungrige Methode. Das heißt, da muss man etwas tun. Wenige Unternehmen sind schon so gut ausgestellt, dass man quasi sofort loslegen kann. Ein gewisses Maß an, wir müssen in den Daten was tun, ist notwendig. Allerdings sind ja die meisten Unternehmen eh dabei. Das heißt, Datenverfügbarkeit für Optimierung, Analysen sind, wie gesagt, in aller Munde und wir brauchen sie hier jetzt dringender denn je. Man kann, und ich habe das schon in der Frage im Chat gesehen, ab wann, an welcher Unternehmensgröße lohnt sich so etwas? Man kann ja auch mehrstufig starten. Zum Beispiel, wenn Sie sehen, das Lebensmittelbeispiel, da wird Energie vorerst nicht explizit mitsimuliert im Detail, also zum Beispiel dieser hybride Charakter, ein physikalisches System mitzusimulieren, wird dort vorerst noch nicht gemacht, sondern vorerst hauptsächlich auf den Produktionsdurchlauf geschaut. Und Energieeffizienz ist dann eine Folge, denn wenn Sie Produktionskapazitäten durch diese optimierte Planung effizienter auslasten, wird weniger Kapazität betrieben, also weniger zum Beispiel Konditionierungszellen im Lebensmittelbereich müssen auf Temperatur und Luftfeuchtigkeit und Wärme gebracht werden. Und dadurch wird es mit berücksichtigt. Das heißt, man kann also auch stufenweise einsteigen. Weiterhin ist dann noch Zugang zu flexiblen Energiemärkten und Energieportfolio-Management ein wichtiger Punkt. Da ist zum einen, dass sicherlich auch Marktbarrieren fallen müssen. Also das heißt, diese großen Energiemengen, die da derzeit notwendig sind, um gehandelt zu werden, ist das eine. Wir haben schon von Herrn Seelinger gehört, da kann man was tun, zum Beispiel über so virtuelle Kraftwerke, also Zusammenschluss von Bedarf. Und auf der anderen Seite schaffen Methoden wie die, die wir jetzt Ihnen durch ESPEC vorgestellt haben, den Unternehmen diese Möglichkeit daran teil oder bringen sie näher daran teilzunehmen. Dann Energiebedarf wird dadurch besser vorhersagbar, besser planbar und das ist eine der Hauptvoraussetzungen, um am flexiblen Energiemarkt teilnehmen zu können. Sie finden, die Unterlagen bekommen Sie ja dann zur Verfügung gestellt, unsere Kontaktdaten hier, freuen uns natürlich auch im Nachgang auf Ihre Fragen. Es ist schon relativ fortgeschritten die Zeit, obwohl wir relativ gut in diesem Vortrag in der Zeit lagen. Trotzdem möchte ich Ihnen unbedingt den Vortrag von Herrn Klug von Automation X und Herrn Brunthaler zugutekommen lassen. Deswegen möchte ich am besten sofort an Herrn Klug übergeben und die Diskussion, wenn Sie mögen, dann am Ende. Wir würden uns sehr darüber freuen. Bitte schreiben Sie die Fragen auch weiter in den Chat und dann können wir sie danach umgehend beantworten. Es kommen jetzt noch zwei kurze Vorträge, super interessant, vor allen Dingen von unseren Industriepartnern. Herr Klug? Ja, hören Sie. Perfekt. Ja, wir hören Sie sehr gut. Perfekt. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich werde mich jetzt etwas kurz halten aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Trotzdem ist es mir ein Anliegen, Ihnen das auch von der Praxisseite zu zeigen, was haben wir über die Forschungsprojekte, die wir gemeinsam mit den Herren von AIT, von Fraunhofer und auch von den Universitätseinrichtungen so gemacht haben. Wer ist die Firma Automation X? Nur kurz zum Überblick, wer uns nicht kennt, gegründet 1989. Wir haben unseren Standort in Graz in Österreich. Wir sind eine 100%-Tochter der GRW-Gruppe, sieht man auch am hübschen Bild unseres Bürogebäudes. Wir haben mittlerweile 7000 Installationen in den letzten 30 Jahren realisiert, sind derzeit 90 Mitarbeiter und beschäftigen uns hauptsächlich mit PLS, MES bzw. ABC-Lösungen. In den letzten 10 Jahren sehr, sehr intensiv mit MES, aber auch mit Advanced Process Control. Und wir versuchen in der Zwischenzeit auch diese beiden Bereiche so gut wie möglich zu kombinieren, wenn es um Optimierung geht, beziehungsweise optimierte Planung, wie wir es jetzt ja heute in unseren Themen noch besser sehen werden. Order Management, Scheduling, aber auch die ganze komplette Exekution von MES-Lösungen beziehungsweise hinten raus dann die Optimierung beziehungsweise dann eben auch das Thema Reporting und Datenaufbereitung, Daten zur Verfügungstellung. Was haben wir gemacht in diesen Projekten beziehungsweise auch im Anschluss die Projekte, die wir gemeinsam hier in diesen Forschungs
Projekten durchführen, war der Anstoß, dass wir uns dazu entschieden haben, das auch letztendlich in unsere Systemarchitektur zu übernehmen. Vor ein paar Jahren hat das noch so ausgesehen. Es gibt ein Automation X Framework, das ist mehr oder weniger ein Knotenpunkt, der die ganzen Subsysteme wie Produktionsmanagement, Advanced Process Control, UI für User Interface, aber auch den Bereich Informationsmanagement verknüpft. Es gibt dann auch eine Soft-Build-Lösung aus unserem Haus, um ihm auch die komplette Datenanbindung an industrielle Umgebungen zur Verfügung zu stellen. Ganz links oben sehen Sie den Bereich Klassen-Library. Wir bauen alle Objekte, die wir für unsere Projekte brauchen, in sogenannten Automatisierungsklassen beziehungsweise verwalten diese in Bibliotheken. Nachdem wir eben auch diesen Optimierungsansatz aus den Projekten bei uns integriert haben, sieht folgendermaßen aus. Wir nutzen diese Klassenbibliotheken, um auch diese Cubes, die heute schon beschrieben worden sind, abzubilden. Es gibt einen Editor, den wir erweitert haben, um auch diese Cubes miteinander zu verbinden, zu koppeln, damit man eben zu einem gesamten Optimierungsmodell kommt. Wir können das bei uns im System betreiben. Wir sind aber auch in der Lage, dass wir das von Bestandsmodellen bzw. von Bestandsmodellierungen bereits übernehmen und importieren können. Wir haben dafür gesorgt, dass es auch die notwendigen Schnittstellen gibt, sprich von dieser Optimierungsplattform ins Framework bzw. dann wieder retour zu unserer Soft-Build-Anbindung, damit wir auch in der Lage sind, das nicht nur einmal zu planen und zu optimieren, sondern auch Laufzeit, Umgebungsinformationen aufzunehmen, um eben dann wieder weitere Planungsläufe zu starten. Kurz zu der Applikation, wie man die dann eben letztendlich aufbaut. Man muss, wie wir es heute schon gehört haben, sich um die dementsprechende Modelle kümmern, ja, die einzelne Equipments abbildet, sei es der Ofen, sei es der Froster, sei es Fördereinrichtungen. Die kann man bei uns im System erstellen. Wir sind aber auch in der Lage, Bestandsmodelle dementsprechend zu übernehmen und zu importieren. Was entsteht daraus, wenn man das Ganze miteinander koppelt? Wir bekommen ein Gesamtmodell von dem Produktionsablauf, wenn möglich und vorhanden, auch noch unter Berücksichtigung von den gesamten Gebäudeinformationen, Energieproduktion und dergleichen. Wir sind dann in der Lage, erstmals auf Basis von Produktionsinformationen, die wir von übergeordneten ERP-Systemen erhalten oder auch manuell eingepflegt werden, eine Simulation damit zu betreiben, beziehungsweise hinten raus das dann dementsprechend auch mit definierten Zielfunktionen und Nebenbedingungen dann auch dementsprechend zu optimieren. An der Stelle möchte ich mich kurz halten. Wir haben es heute vom Herrn Heinzel schon gesehen und gehört, wie ein solcher Cube aufgebaut ist. Wir sprechen von diskreten und continuous Modellen, die hier abgebildet werden können. Es gibt eine State Engine in diesen Modellen. Eingänge, Ausgänge werden dann dementsprechend über, im einfachsten Fall über Differentialgleichungen miteinander verknüpft, abgebildet. Sieht das dann bei uns im System so aus. Es gibt dann dementsprechend ähnlich wie Funktionsblöcke, die mit Ein- und Ausgangs Pins behaftet sind. Es gibt dann eine logische Ansicht und eine grafische Ansicht. Da unterscheiden wir uns zu anderen Simulationswerkzeugen. Wir können das jetzt mit unserer ganzen MES, PLS-Umgebung dementsprechend koppeln. Das heißt, über die grafische Oberfläche auch dementsprechend Informationen zur Verfügung stellen, die ganze Parametrierung darüber abhandeln, Trending-Informationen und dergleichen ermöglichen. Simulation, ich habe es zuvor schon erwähnt. Normalerweise in der heutigen Zeit gibt es eine Anbindung zu übergeordneten ERP-Systemen, die uns die gesamte Information liefert, die notwendig ist, um eine solche Planung dann auch zu rechnen. Ordinformationen mit Start, Ende, Anzahl, Typen, beziehungsweise man ist auch in der Lage, dementsprechende Kosten zu hinterlegen. Fertigstellungszeiten werden runtergespielt. Beziehungsweise wir nehmen natürlich Rücksicht auf die gesamte Produktionsumgebung, Start, Ende der Produktion, geplante Shutdowns, die notwendig sind. Es gibt Reinigungszeiten, es gibt Vorbereitungszeiten, die zu berücksichtigen sind.
die dementsprechend auch in dieser Planung oder in diesen Planungssimulationsläufen berücksichtigt werden. Die Art der Optimierung wurde heute vom Herrn Sobotka schon mehr oder weniger ausführlich erklärt. Wir verwenden die gleichen Mechanismen. Der einzige Unterschied ist, dass wir diese Simulation und auch diesen GA, diesen generischen Solver, direkt bei uns integriert haben, was eigentlich für eine industrielle Umgebung notwendig ist. Warum, werden wir gleich auf den nächsten paar Folien dann sehen. Es geht meistens um Rechenzeiten, in welcher Zeit bin ich in der Lage, diese Optimierung zu rechnen. Da gibt es eben markante Unterschiede zu eben, Simulationen, die man mit handelsüblichen Werkzeugen betreibt und im Vergleich zu dem, wie wir es dann bei uns dementsprechend umgesetzt haben. Was heißt Optimierung? Hier ist nur ein Exemplar rausgenommen aus einer Vielzahl an Möglichkeiten. Ich bin in der Lage oder ich habe die Möglichkeiten, eben gewisse Lose zu verschieben. Ich habe dadurch dann eben erreicht, dass man Buffer minimiert bzw. Lagerkosten reduziert möglicherweise. Ich bin aber genauso komplette Batches auszudrehen, um eben eine optimale oder einen optimalen Produktionsablauf zu gewährleisten. Das sind Dinge, die man jetzt so standardisiert nicht für jedes Projekt gleich zur Verfügung stellen kann. Das ist auch sehr von der Applikation abhängig. Wir haben aber einen sehr, sehr modularen Ansatz gewählt. Ich möchte noch einmal ganz kurz auf die vorige Folie. Dieser GA-Solver, dieser generische, ist so modular integriert, dass man den auch von Applikation bzw. von Projekt zu Projekt und dementsprechend abändern und tauschen kann. Ja, ein paar Details, die letztendlich dann in einer industriellen Umgebung notwendig sind. Alle Rechenergebnisse, alle Optimierungsergebnisse werden da jetzt nicht irgendwo in Datenbanken oder lokal auf Platten gespeichert, sondern das läuft alles im lokalen Rahmen. Es werden auch die ganzen Informationen wieder aus dem Rahmen besorgt. Das heißt, wir sind an der Stelle um ein Vielfaches schneller in diesen Rechenzyklen. Man kann die komplette Architektur neuer, moderner Rechner nutzen. Das heißt, man ist auch in der Lage, eine parallele Exekution zu betreiben. Ja, das Ergebnis ist dann eine optimale Produktionsreihenfolge unter Einhaltung aller Nebenbedingungen. Wir liefern dann diese Informationen zurück in unser Standard-MS-System, dass man es auch dementsprechend dann visualisieren kann. Es gibt Notwendigkeiten, dass auch dann Bediener bzw. Verantwortliche das noch manuell abändern können und müssen. Es gibt eine Echtzeitkommunikation zu den ganzen Produktionsparametern aufgrund des MES-Systems, das natürlich die ganzen Herstellvorschriften kennt, alle Equipments kennt, ist man in der Lage, zur Laufzeit auch den Produktionsfortschritt dementsprechend zu kommunizieren. Man ist in der Lage, aufgrund dessen, dass man diese Informationen erhält, darauf zu reagieren. Ja, man kann dementsprechend Parameter adaptieren. Und man startet, wenn nötig, wieder einen neuen Optimierungslauf mit den abgeänderten Parametern. Wir haben uns in letzter Zeit noch mit ein paar weiteren Themen beschäftigt in unseren Projekten. Es geht um Energieoptimierung in der Papierindustrie. Da sind sehr, sehr energieintensive Prozesse vorhanden. Das erste Beispiel geht um Refineranlagen, Aufmalen von Hackschnitzeln, um eben den Zellstoff zur Verfügung zu stellen. Wir haben uns da mit diesem Ansatz beschäftigt, um hier eben Energie zu optimieren. Ergebnis war an der Stelle 5% an Energieeinsparung. Das ist nicht unwesentlich bei 50 MW Anschlussleistung. Und die zwei weiteren Themen waren, wir haben versucht, Dampfnetze zu optimieren, auch mit einem ähnlichen Ansatz, wie wir es heute eben in diesem Aspektprojekt gehört haben. Was gut funktioniert hat, war auch die Auslastung von einer Kocherei, diesmal auch wieder papierlastig, wo wir eben für eine optimale Auslastung dieser Zellstoffkocher sorgen, um eben Dampfproduktion so gleichmäßig wie möglich zu betreiben. Ja, das war jetzt in aller Kürze ein Einblick aus meiner Sicht als Umsetzungspartner.
habe versucht, jetzt doch etwas Zeit einzusparen. Vielen Dank, Herr Klug. Ja, Verzeihung, dass wir ein bisschen unter Zeitdruck sind. Die Fragen würde ich gerne noch auf den Vortrag nach Herrn Brunnthaler verschieben, denn Herr Brunnthaler, habe ich schon gehört, der ist ein bisschen knapp in der Zeit. Herr Brunnthaler, können Sie uns noch kurz einen Einblick geben? Selbstverständlich. Schönen guten Abend. Markus Brunnthaler, mein Name. Ich werde mich kurz fassen, weil ich um 8 Uhr schon auf der nächsten Ecke sein soll. Okay, also immer es da auch möchte. Können Sie wahrscheinlich noch nicht sehen? Gut. Wir können Ihre Folien schon sehen im Hintergrund, hinter dieser Sicherheitseingabemaske. Passt. Gut, los geht's. Markus Brunnthaler, mein Name, Firma Miraplast. Wir sind ein Kunststoffverarbeiter und wir haben hier versucht, den Produktionsplan auch zu glätten. Wir sind ein Familienunternehmer, uns gibt es über 50 Jahre am Markt, haben unsere Zentrale in Tulnerfeld in Würmler und betreiben an zwei Standorten ca. 35 Spritzgießmaschinen. Was wir gemacht haben, ist eben eine Produktionsglättung zu versuchen. Die Maschinen sollten möglichst gleichmäßig ausgelastet sein und die Termintreue war uns auf jeden Fall ganz wichtig. Zu dem Zeitpunkt, zu dem wir in das Projekt eingestiegen sind, hatten wir eine so große Auslastung, dass wir mit einer händisch gestützten Planung einfach nicht oder an unsere Grenzen gestoßen sind und daher die Möglichkeit, das automatisiert zu machen, natürlich sehr wohl zur rechten Zeit gekommen ist. Was man gemacht hat, wir haben nicht alle 35 Spritzgussmaschinen, sondern mal nur 17 der 35, also mit zwei Maschinengruppen geplant. Als Nebenbedingung war hinterlegt, dass es eine Priorität 1 Maschine gibt, ein Priorität 1 Werkzeug, also wenn es für das gleiche Produkt mehrere Werkzeuge gibt, dann hat man sich auf das konzentriert. Losgrößen, Schichtplan, das wurde berücksichtigt und das Ergebnis hat dann so, also die Grundprinzip dahinter so ausgesehen, dass man sich die am stärksten ausgelastete Maschine gesucht hat, versucht hat auch hier zu suchen, gibt's Alternativmaschinen, kann man Aufträge verschieben, kann man Nachfolgeaufträge dann dadurch nachrücken und wie schaut dann das Ergebnis aus? Und in aller Kürze, wenn man das so darstellen kann, sieht man hier oben die Basislösung, die wir zur Verfügung gestellt haben, wo man eben sieht, dass die roten Bereiche Aufträge sind, die auf jeden Fall zu spät fertig geworden wären, zumindest mit der ersten mit dem ersten Ansatz, den wir in der Maschine hatten, also im ERP-System hatten. Und im unteren Bereich sieht man dann, dass die Heuristik und die Planung, das Planungstool sehr wohl dazu geführt hat, dass alle Aufträge auf grün sind und alle rechtzeitig fertig geworden sind. Ich nehme es nur da, diesen Bereich 11 raus, oder der Auftrag 11, der ist da rot, auf der Maschine 15, den sehen Sie dann hier unten, auf der Maschine 15 ist danach vorgerückt worden und der Auftrag 10 ist umgereiht worden auf eine andere Maschine, nämlich hier oben auf die Maschine 1, und der ist auch noch rechtzeitig fertig geworden. In Summe sieht man hier in der Startlösung und in der Ziellösung, dass einfach die Maschinen gleichmäßiger ausgelastet wurden, die zur Verfügung stehenden Maschinen, auch die möglichen Maschinen gleichmäßiger ausgelastet wurden. Für uns als Conclusio, das haben wir uns nämlich nicht gedacht, also ich als Person schon, aber da hat es große, große Bedenken im Haus gegeben. Geht das überhaupt, eine automatisierte Produktionsplanung zu machen? Das Ergebnis ist ja, es geht, und das Ergebnis ist auch ungefähr so wie das, was wir manuell iterieren. Also es geht. Die Einschränkungen, die wir einmal gemacht haben, sind, dass wir nur 17 von 35 Maschinen geplant haben, und das sind auch nur die Maschinen, die nur mit einer Fertigungsstufe auskommen. Die zweite Fertigungsstufe, die im anderen Geschäftsfeld verwendet wird, die Montage wurde hier nicht berücksichtigt.
das hätte auch die Komplexität vollkommen einfach sehr, sehr stark erhöht. Ja. Gelernt haben wir, es geht. Aktuell kommen wir aber mit der Auslastung und mit der Komplexität so aus, dass wir mit einer manuellen Planung auskommen und auf eine sozusagen weitere automatisierte Planung aktuell verzichten können. Wir wissen, wie es geht. Wir wissen, dass Fraunhofer-Institut und die TU kann uns da helfen. Und damit können wir es aktuell aus unserer Sicht auch belassen. Damit kann ich auch schon wieder zurückgeben an die Runde und mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Dankeschön. Perfekt. Vielen Dank, Herr Brunthaler. Ja, jetzt wäre auch zu später Stunde die Gelegenheit, alle Ihre Fragen noch zu stellen. Wir hoffen, da sind noch welche da. Wir haben schon 3 im Speicher, die werden wir jetzt gleich angehen, aber vielleicht gibt es noch direkt eine Wortmeldung. In diesem Fall dann am besten Ihr Mikrofon jetzt unmuten, gerne auch Ihre Kamera, dann können wir uns sehen. Ja, da passiert etwas. Oder nicht? Ich kläre dann zunächst mal die erste Frage, die da ist, von Herrn Tollinger Markus. Ab welcher Unternehmensgröße bzw. Projektgröße oder Größenordnung rentiert sich der Einsatz von Aspect? Sehen Sie Aspect vielleicht als eine leistungsfähige Maschine, die da entwickelt wurde, ein Toolkasten? Und den können Sie zur Gänze implementieren, dann hat er natürlich das größte Potenzial, aber man kann auch Aspekte davon implementieren. Sie sehen zum Beispiel am Beispiel des Lebensmittelunternehmens, das ja auch Mitglied des Konsortiums ist, da läuft das System quasi schon so. Also da wurde in einem Anschlussprojekt das, was da jetzt implementiert ist, simulationsbasierte Optimierung, umgesetzt und läuft dort so in der Produktionsplanung. Nur so läuft die in dem Werk so, wie sie läuft, nämlich mit weniger Peak-Kapazität und einfach deutlich effizienter. Und bei Miraplast haben wir gesehen, ein deutlich kleineres Unternehmen, innovatives, kleineres Unternehmen. Auch da ergibt es Sinn, einen Teilaspekt zu machen. Es gibt in vielen Unternehmen gibt's die Möglichkeit, Teilaspekte oder Teilsysteme dieser Planung zu implementieren. Diese Möglichkeit, ein physikalisches System zu simulieren zu können, muss nicht immer ausgeschöpft werden. Man hat bei der Modellierung und bei der Gestaltung der Systeme kann man dieses Detaillevel steuern. Und immer da, wo das Potenzial da ist, nutzt man das. Und da, wo man das nicht braucht, verzichtet man zum Beispiel auf bestimmtes Modelldetail, kann aber trotzdem diesen Ansatz der multikriteriellen optimierten Produktionsplanung sehr gut nutzen. Und das eben mit diesem interessanten Potenzial, was dahinter steht. Die nächsten 2 Fragen, die wir im Chat sehen, wie gesagt, wenn Sie noch eine Wortmeldung haben, bitte immer gleich mir ins Wort fallen, möchte ich an Bernhard Heinzel, also unseren Simulationsexperten, und Herrn Klug übergeben. Nämlich, obwohl, naja, die nächste, da kann ich zumindest noch starten zu antworten, nämlich nutzen Sie auch Daten von Sensoren, die im näheren Umfeld der Produktionsstraße erhoben werden, zum Beispiel Feuchtigkeitssensoren, und wenn ja, arbeiten Sie mit Realtime-Daten? Und da übergebe ich dann auch gleich an die Kollegen, aber die Antwort ist jein. Also der erste Teil der Frage, ja, wir nutzen Produktionsdaten nicht nur aus der Produktion selbst, zum Beispiel aus dem ERP-System und BDE, also Daten für zum Beispiel eine rollierende Planung, sondern auch Daten wie zum Beispiel Sensorik an Wärmebehandlungsöfen und so weiter. Allerdings nicht real-time. Das Konzept-Aspekt ist fähig, damit umzugehen, also das ist kompatibel damit, aber wir haben einfach in den Unternehmen, finden wir diese Real-Time-Daten so noch nicht vor, und deswegen nutzen wir die Daten dort zur Parametrisierung der Modelle im Vorfeld. Das heißt, in gewissen Abständen werden Modelle mit Daten parametrisiert, wie Sie ansprechen, Feuchtigkeits-, Wärme-, Durchfluss und so weiter. Allerdings im Live-Betrieb werden dann nicht Real-Time-Daten verwendet, da aber Real-Time-Daten, zum Beispiel Wetterdaten oder Daten eben der Energiemärkte, wenn man sie nutzen möchte. Und ja, diese und dann die nächste Frage, nämlich die Frage zu OptQuest und FlexSim, bitte an die Kollegen Heinzel und Klug. Bernhard? Vielleicht, wenn ich da einfach ganz kurz was sage dazu. Im Prinzip, also die Frage war, könnte man den Prozess Simulation, Optimierung, Simulation durch eine simulationsbasierte Optimierung verkürzen?
Ich glaube, das zielt darauf ab, dass es Simulationstools gibt, die auch Optimierungsfunktionalität integriert haben. Eben da ist dieses FlexSim mit OptQuest erwähnt worden. Allerdings ist das jetzt abstrakt betrachtet jetzt keine wirkliche Verkürzung. Diese Tools machen auch nicht viel was anderes, als wir machen. Im Grunde ist es auch eine Simulation mit einem aufgesetzten Optimierungsverfahren. Allerdings hat, wenn es in einem Tool integriert ist, hat es einen gewissen Vorteil, dass halt die Anbindung besser integriert ist, was natürlich einen Performance-Gewinn bringen kann. Das ist aber allerdings was in der letztendlichen Implementierung, die dann von Automation X dann gemacht worden ist, auch natürlich dann gemacht wurde, wo das Ganze dann auch in einem Tool integriert ist und wo auch dann der Datenaustausch gerade zwischen Simulation und Optimierung dann halt performant genug ist. Das in dem Sinne ist jetzt, will ich das jetzt nicht als eine Verkürzung sehen. Bernhard, kannst du vielleicht noch kurz sagen, mit FlexSim und OptQuest wäre aber das, was wir vorhatten, nicht möglich gewesen, denn ansonsten hätten wir es natürlich genommen. Vielleicht sollten wir das noch kurz... Ja, genau. Also da geht es dann natürlich noch ein bisschen weiter, weil, wie ausgeführt worden ist, wir ja auf eine hybride Simulation auch aufgesetzt haben. Das natürlich alles Dinge sind, die sich... Wir haben natürlich auch die Idee gehabt, jetzt irgendein vorhandenes, diskretes Simulationstool zu verwenden und dort Funktionalität für kontinuierliche Simulation reinzupacken. Da gibt es auch Ansätze in die Richtung, da gibt es auch einige Publikationen dazu. Allerdings muss man da auch die Zukunftsperspektive im Auge haben, inwieweit man sowas dann auch im Produktivbetrieb dann einsetzen kann, gerade auf Dauer. Das heißt, bei uns geht es ja auch nicht nur darum, jetzt eine One-Shot-Lösung zu entwickeln, die einmal eingesetzt wird für einen gewissen Use-Case und dann beiseite gelegt wird, sondern das Ganze soll ja dann wirklich, eben wie Automation X ja auch ausgeführt hat, in Produktiv-Tools ja dann integriert werden. Und da stellen sich ja auch natürlich nochmal ganz eigene Anforderungen an, welche Tools man da überhaupt verwenden kann, auf die man da theoretisch aufsetzen könnte. Das hat es dann unterm Strich solche Tools dann ausgeschlossen für uns. Wunderbar. Haben wir noch Ergänzungen oder bleiben noch Fragen offen? Herr Klug, Sie haben Ihr Mikrofon noch ausgeschaltet. Jetzt bin ich schon. Hören Sie mich? Ja, sehr gut. Ja, sehr schön. Ich kann jetzt nicht ganz Bezug nehmen auf diese genannten Produkte, kenne ich so nicht. Bin auch ein Stück weit weg von den ganzen Implementierungsdetails. Eines, was ich aber schon sagen kann, ist das, was wir gemacht haben, diese komplette Integration in unser System. Wir haben die kompletten Schnittstellen eliminiert, alles, was jetzt Simulation, Ergebnisse, Optimierung und dergleichen anbelangt. Darüber haben wir schon einmal sehr, sehr viel an Performance gewonnen. Was noch gemacht wurde, ist, wir haben die ganzen Operatoren des GA-Servers selber geschrieben. Also wir setzen da auch nicht auf Bestandslösungen, die so jetzt marktüblich vorhanden sind. Das hat dann noch einmal dementsprechend einen Performance-Gewinn gebracht. Also ich denke, dass wir mit der Lösung, so wie wir sie jetzt in der Lage sind, zur Verfügung zu stellen, schon sehr, sehr gute Rechenzeiten liefern. Wunderbar. Perfekt. Da haben wir keine neue Frage. Genau, es kommt noch Hinweis. Thomas, darf ich noch mal kurz übernehmen? Sehr gern, Daniel. Gut, dann kommen wir jetzt zur letzten Phase von der Veranstaltung heute. Ich verspreche, ich mache es auch ganz kurz. Sie sehen jetzt hier noch eine Reihe von Veranstaltungen, die in nächster Zeit stattfinden werden und wo wir in der einen oder anderen Funktion damit zu tun haben. Ich sage jetzt nichts zu den einzelnen Veranstaltungen. Sie finden alle Informationen auch auf unserer Webseite dazu mit detaillierten Erklärungen und auch Links zu Anmeldemöglichkeiten
und so weiter. Ja, mit den 90 Minuten, die ich anfangs angekündigt habe, sind wir nicht ganz ausgekommen. Das tut mir sehr leid, aber ich denke, es hat sich gelohnt, die Zeit auch zu investieren. Deswegen auch ein ganz besonderer Dank an alle, die jetzt noch in der Runde sind. Und natürlich auch ganz besonders an die Vortragenden, die wirklich das geleistet haben, was wir heute gebraucht haben. Tolle Inputs, viele interessante Ideen, spannende Projekte. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch darauf hinzuweisen, dass wir auch für die Zukunft weitere Expert-Talks geplant haben. Es würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere auch in Zukunft wieder dabei wäre. Entweder hoffentlich wieder persönlich in Wattens oder auch virtuell. Wahrscheinlich werden wir in Zukunft die Veranstaltungen ohnehin hybrid durchführen, um auch einfach die Reichweite zu erweitern von den Veranstaltungen, die wir auch in dem Rahmen anbieten möchten. Also gut, ein herzliches Dankeschön nochmal an alle. Ich hoffe, dass für jeden auch was Spannendes oder Interessantes heute dabei war und wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen angenehmen Abend und bleiben Sie gesund. Vielen Dank für die Teilnahme.